Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum RP. Ja, unser lieber John, der wird jetzt zum Bewerbungsgespräch gehen. It's time. Ich bin gespannt, was das wird. Ist noch dabei. Geile Abfahrt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin, weil es lange her ist, so etwas im RP gemacht zu haben. Es ist ja auch sehr ungewöhnlich. Ich weiß, dass John nicht unbedingt in den Polizeidienst jetzt erstmal passt. Aber ja, er wird schon. Also ich denke mal, er wird genommen. Ja. Und ich hoffe, er wird schnell eingestellt. Weil sonst hat er wenig Spielraum, irgendwas zu tun. Ich habe übrigens das hier gesehen. So viel erlebt, so viel getan, gerichtet über Personen und für jeden, was Gutes getan wird, Zweifel immer und ewig bis in den Tod. Und das sind die Attentäter von diesem Überraub. Genau, hier. Zusammen bis hierhin und noch viel weiter. Und ja. Freaking guns, I am not invited. Call me, I want some party. So gut. Na. Der Arme. Er ist in der Wildnis gestrandet. Ja. Ich würde sagen, wir machen uns ab. Auf uns passiert nichts. Wenn, dann wäre es... Scheiße. Aber es sieht noch gut aus. So. Dann wollen wir los. Hier müsste halt auch erstmal was passieren, ne? Ich will das so abpassen, dass ich halt am besten direkt reinkomme, aber am Ende werde ich eh warten müssen. Aber John hat nichts Illegales dabei, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja, also John wird natürlich denen das auch erzählen, was er so erlebt hat. Also was er war ja weg. Er war dabei in Mexiko, hat mit Freunden auch geredet und so und... einem befreundeten Priester und da hat er halt gesagt bekommen, dass er gegebenenfalls auch mitbekommen hat, wie Priester gestorben sind und das hat ihn natürlich zum Denken angeregt. Was ihn jetzt natürlich auch sagen lässt, dieses Leben ist ja so nicht weiter lebbar und ja. Wir müssen jetzt eine Runde drehen. Wir fahren eine Runde. Ich hätte da jetzt reingekonnt, aber nein. Und er will natürlich in Sicherheit, also er will durch das, was er jetzt hier, ich bin gerade so konzentriert aufs Fahren, dass er jetzt natürlich auch einen Beitrag für die Sicherheit des Staates auch beitragen möchte. Ja? Das ist das, was er gerne hätte. Ui. Jetzt bin ich zu weit gefahren. Hab ich recht? Ja. Eieiei. John und seine Fahrten, ey. Wollte eigentlich gar nicht so weit fahren. Naja, egal. Kommen wir woanders und Mission Row raus. Ja, mal gucken, wer da sein wird auch, ne? Von den Leuten, die es da so gibt. Und ja, das, also die es so gibt im PD, gibt ja einige. Und ja, die, also die das Gespräch halten werden. Darum geht's ja. Ja, bin ein bisschen aufgeregt, glaubt man gar nicht. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich das bin.
Aber die sind so super entspannt höchstwahrscheinlich. Ja. Und ich werde wahrscheinlich, also, ne? Oh. Super. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal zu einem Crash. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn das passiert. Also, ich fahre jetzt erstmal hier rein. Da wollte ich jetzt allererst. Wenn nicht, fahre ich einfach rechts lang. Aber ich habe heute großes Glück und dafür stehe. Das wird ein spannendes Ding werden, ne? Hm, ich bin mit in der Asea eingestiegen. John hat nichts dabei, ne? Nee. Nur 100 Schlüssel. Der oben eine feste Uhrzeit zu Ende ist. Das wird halt eben dauern. Hallo, guten Tag. Buenos dias. Ich habe ein Bewerbungsgespräch heute. Sie, dann bitte einmal Platz nehmen. Die Kollegen, die sich darum kümmern werden, Sie dann gleich nach und nach einmal nach oben führen. Ja, super. Dankeschön. Sehr gerne. In der Verwaltung und ja. Ja, warum nicht, ne? Genau. Kann ich ein bisschen aktiv werden in der Exekutive? Ist auch mal was Schönes. Ja. Ja, ich. Dadurch, dass ich ja noch nicht lange hier wohne, will ich halt mal gucken, was mich so, ich sag mal, beruflich halt auch anspricht. Ja. Also so ein bisschen rumprobieren. Genau, genau. Quasi. Genau. Ja, warum nicht? Hm. Eben. Das muss. Ich war jetzt vorher auch fast ein Jahr in der Security-Branche tätig. Aber nicht bei Lock and Load, sondern bei Meriwether. Tatsache. Und ja, ich dachte mir, okay, einerseits reicht die Zeit momentan nicht mehr so aktuell dafür, dass ich mich speziell auf Zeiten festlegen kann. Und andererseits wollte ich endlich meinem Traum nachgehen, den ich seit Anfang an auf dieser Insel habe. Und dachte mir, gut, gehst du endlich mal ins PD. Beziehungsweise versuchst du es und bewirbst dich halt, quasi. Und Ziele nebenbei, wie gesagt, noch... Zu verfolgen, genau. Richtig. Und nebenbei halt noch gucken, ja, wen so. Aber ist doch schön, wenn der Laden so stabil läuft. Hallo, einen wunderschönen Abend. Hallöchen. Abend. Abend. Hallo. Oh, kommen Sie mal ein Stück näher zu uns, dass wir nicht so schreien müssen. So, Sie sind alle fürs Bewerbungsgespräch, ist das richtig? Korrekt. Ja. Yep. Mhm. Okay, dann können Sie einmal mitkommen. Wir müssen alle der Reihe nach einmal kurz den Ausweis sehen und sie dann durchsuchen. Aber was machen wir erst? Wir gehen erst nach innen. Und da machen okay. wir das. Okay. Alles klar. Ja. Einmal mehr folgen. Nicht dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mach's es gut. Also, wir können eben Abend. Hier kurz warten. Abend. Und dann einmal der Reihe nach zu mir und durch, ja? dem Pass Kollegen auf, kommen. Andersrum am besten. Oder so. Ja, einmal mit. Wir gehen einfach einen Schritt zurück. Das ist gar klar, klar. Oh, dann die Dame, Sie können einmal zu mir rüberkommen. Mit mir kommen. Ja, das wird lustig. John redet doch relativ wenig. Bist du? Musst du, glaube ich, nicht sein. Okay. Ja, nu.
das, ne, das ist ein bisschen Prüfungsangst auf Deutsch. Ich sag jetzt bloß nicht viel. Das stimmt. Okay, ne, das kann natürlich passieren. Aber ich sag's ihm so, wie es ist, was das ganze Thema angeht. Einfach genug machen, genug lernen, damit das ein Automatismus wird. Noch einmal hier kurz warten. So, nächster bitte. Ja, nach Ihnen. Träumchen. Zu mir kann auch einer kommen. Wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, gehen Sie. Ein Ding haben wir. So, und der nächste bitte. Gehen Sie ruhig vor. Okay, okay, danke. Sie können jetzt auch noch einmal zu mir kommen. Ja, super. So, dann brauche ich auch einmal den Personalausweis. Bitte schön. Ja, vor, man kann das sein, dass Sie gestern schon einmal da waren. Ja, dummerweise. Ja, passiert. Ja, hätte mir auch passieren können. So, dann auch einmal bitte an die Wand stellen, dass ich sie durchsuchen kann. Haben Sie irgendwie scharfe oder spitzen Gegenstände bei sich? Nein, so negativ. Okay, dann passt das ja. So, ich gehe kurz ihre Taschen noch einmal durch. Ganz vorsichtig, keine Sorge. Handschuhe an, vielleicht ein bisschen kalt. Alles gut. Hosenbeine entlang. Ja, alles in Ordnung, könnt ihr den runternehmen. Yes. Mich auch mit dazu stellen. Jo, danke. Können Sie sich gerne dazu stellen, wenn Sie möchten. So, dann können Sie mir alle einmal folgen. Oder so? Ja, folgen. Sie können hier gerne alle einmal Platz nehmen oder sich hier aufhalten, wie Sie möchten. Wir, okay, holen, wir kommen, dann holen Sie der Reihe nach rein. Ah, und klar. Vielen Dank. Der Erste, er oder die Erste kann gerne mitkommen. So muss ich selber aus, wer mitkommt als Erstes. Ja, das klingt doch ganz prachtvoll. Ja, Mensch. Dann bin ich wohl glücklicher. Dann kommen Sie gerne mit. Aber natürlich. Meine Güte, ordentlich Bewerber heute, wa? Ja, das stimmt. Hört man gar nicht. Wahnsinn. Na, die haben sich da anscheinend schon alle zusammengefunden, ne? Ja, die sind, glaube ich, als Gruppe reingekommen. Ah, okay, gut, ja, das macht ja dann Sinn. Ja. Ach ja, schön, schön. Ja, ah, bin ich mal gespannt. Ja, ne? Hat jetzt aber auch schon gut was gedauert, ne? Aber klar, bewerben sich viele, ne? Mhm. Ne, ich hätte eigentlich auch schon letzte Woche. Mhm. Aber dann war da ja das am Freitag und deswegen wurde es nochmal verschoben. Ja, dito bei mir ja auch, ne? Aber ist ja auch verständlich. Ja, klar. Das ist verständlich. Nee, nee. Nee, da kann man halt auch gar nichts machen, ne? Ja. Das stimmt. Solange es jetzt hoffentlich um die Stadt besser bestellt ist als an jenem Tag,
Ja. Ich habe schon gesehen, auf Venture haben diese Leute da wieder etwas gepostet. Die standen vor der Bank dort. Das habe ich gesehen. Wahnsinn. Was die sich alles trauen. Und dass sie halt immer noch frei rumlaufen, ist halt auch so die Sache. Ja, das sowieso. Ganz unabhängig davon. Ja. Kann man nur hoffen, dass es früher oder später ein Ende hat. Ich hoffe, früher als später, ne? Ja, yeah, das auf jeden Fall. Das ist es halt. Ja, aber das ist halt schon verrückt. Apropos, ich stelle mal mein Handy auf, lautlos. Das ist eine gute Idee. So. Moment. Und den Ton aus. Sonst dreht man hier noch irgendwann durch. Ach ja. Und neu hier auf der Insel oder schon etwas länger hier? Ich bin jetzt ein bisschen mehr wie einen Monat hier. Ah, okay, krass. Ich bin schon seit wann? Ich glaube Mai hier. Okay. Genau, genau. War aber eine Zeit lang weg, deswegen. Na schön. Schön, schön. Und die erste Anlaufstelle direkt dann bei PD gewesen. Nee, das jetzt nicht. Ich habe mich bei ACLS mal umgehört, ob die noch wen brauchen, aber die haben aktuell Bewerbungspause. Okay. Dann habe ich mich natürlich hier beworben. Das waren so irgendwie so 5-6 Tage, nachdem ich hier eingereist bin. Und ja, jetzt halt dementsprechend das Vorstellungsgespräch. Okay. Ja, schön, schön. Ja. Ich habe davor bei Weasel News gearbeitet. Und dann bin ich, ja, wie gesagt, weg gewesen. Und dann habe ich gedacht, komm, gehst ins PD. Das war irgendwie schon, weiß nicht, so eine Herzensangelegenheit, hierher zu kommen. Ja. Und jetzt stimmen wir bei dir hier. So schaut's aus. Nach einem guten Monat oder so. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon gewartet haben. Ich glaube, einen Monat oder mehr gewartet. Einen Monat. Ich bin am 2. eingereist. Am, ich glaube, 6., 7. beziehungsweise 8. irgendwie sowas in dem Dreh habe ich mich dann beworben. Ja, ne? Das kommt ungefähr hin. Ne? Ich muss auch gerade mal gucken. Müssten, glaube ich, jetzt so 3,5-4 Wochen gewesen sein. Ja, bei mir auch roundabout 3 Wochen. Ach ja. Mal schauen, wie die Leute so drauf sind dann. In diesem wundervollen Saal. Auch schon Vorerfahrungen? Nee, noch nicht. Oh, cool. Okay, ich auch nicht, deswegen passt das. Nee, ich habe in meiner Heimat als Lagerist und Autolackierer gearbeitet. Oh, okay. Oh. Spannend. Genau. Mein Bruder war auch Lackierer, beziehungsweise was ist Lackierer, der hat grundsätzlich eine Werkstatt geleitet gehabt in London, deswegen. Aber der ist leider nicht hier, nicht, beziehungsweise längere Zeit nach Hause gereist, deswegen. Ah, okay. Ja, aber der war da sehr... Also der hat da wirklich teilweise einen richtig guten Job gemacht mit der alten Firma und so. Und deswegen wollte er eigentlich ja auch mit dem gleichen anfangen, aber das war dann irgendwie, waren dann irgendwie andere Probleme gewesen. Dann ist er nach Hause gereist von der Zeit. Ja. Ja, zuerst wollte ich halt auch so wieder in die Richtung gehen. Deswegen habe ich mich ja auch bei ACS beworben. Oder wollte ich zumindest, aber ja, dann dachte ich, irgendwas Neues machen, sich ein bisschen weiterentwickeln, würde auch nicht schaden. Ja, das glaube ich. Ich denke auch, das ist auch immer etwas sehr Entscheidendes, ne? Sich dann irgendwann weiterzuentwickeln und zu sagen, hey komm, ich will doch mal was Neues probieren. Ja.
Einige nennen das Midlife Crisis. Nein, Gott. Naja, so weit ist es noch nicht. Ja. Bei mir auch nicht, aber. Also gut, vom Alter her könnt's hinkommen, aber. Na schön. Ich meine, wenn es hier nicht klappen sollte, es gibt ja noch genügend andere Jobs. Eben. Und man kann es ja zu einem späteren Zeitpunkt ja nochmal versuchen. Eben, das ist es halt, ne? Man kann erstmal einem anderen Beruf nachgehen, genau. Ja. Ja, die Welt steht uns offen, ne? Oder so ist das halt. Das stimmt. Ach, einfach. Aber ich denke auch, dass die da eigentlich recht verträglich sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich weiß es nicht, wie es geregelt ist. Kann ich wirklich nicht sagen, aber manche Firmen machen es ja so, dass sie dann erst ein bisschen später dann rauskegeln. Ne? In der Probezeit habe ich schon gehört. Weiß nicht, ob das hier auch zutrifft. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Also zumindest weiß ich das von Weasel News und von Kollegen und Kolleginnen, die halt hier arbeiten. Mhm. Unternehmen gucken sich das erstmal an und dann entscheiden die, ob die Person bleiben dürfen. Ja, dafür ist ja auch die Probezeit. Ja. Genau, genau. Mal gucken. Bin gespannt. Was machen Sie sonst beruflich, wenn ich fragen darf? Im Moment tatsächlich nicht viel. Also ich hatte mich halt beworben. Mhm. Und im Grunde genommen war es das dann auch. Also ich habe hier und da, also dadurch, dass ich jetzt schon bei Weasel News gearbeitet habe, hatte ich ja das große Glück gehabt, dass ich ein bisschen was angespart habe. Mhm. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen gewartet, war dann auch nochmal weg, wie gesagt, noch zwischendrin, nachdem ich wusste, dass die Bewerbungsgespräche erst ein paar Wochen sind. Ja. Ja. Und dann bin ich pünktlich wieder hergekommen. Pünktlich zum, ja, dramatischerweise zum, ja, nennen wir es mal Terror. Ja. War es ja im Endeffekt ja auch. Das ist auch, ja. Ja, extrem. Das ist extrem schwierig. Mhm. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man selber einer der Geiseln gewesen wäre oder sowas. Nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt bisher 2, 3 kennengelernt, die vor Ort waren. Mhm. Oh, okay. Ja. Wie geht's versuchen. Dir damit? Also ich sag jetzt mal so, körperlich geht's denen natürlich gut. Physisch ist ja wieder so eine andere Sache. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ich denke mal, die versuchen sich halt möglichst gut irgendwie abzulenken. Mit Arbeit, mit Shoppen, irgendwelche Aktivitäten oder so. Na gut, ja klar. Coping-Mechanismen, die dann greifen und dann, dass man dann halt versucht, den Schmerz zu verdrängen. Das ist ganz schwierig. Ja. Ja, meine Güte. Ich hoffe, die haben sich auch Hilfe geholt. Und ist ja nicht immer so. Ist ja immer ein bisschen, es braucht Zeit. Ne? Das ist halt leider das Problem. Das auf jeden Fall. Tja, ja. Ja, das ist halt. Ich meine, das ist ja auch unglaublich belastend gewesen für die Police Officer, für die Leute, die alle da waren, die da irgendwie mit involviert waren, meine Güte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ging ja den kompletten Abend. Ja. Also ich hatte hier das Vorstellungsgespräch um 20:15. Ich war so um 20 Uhr hier. Mhm. Und da fing das Ganze halt schon an. Und das hat sich wirklich dann irgendwie bis in die Nacht gezogen, das Ganze. Mhm. Ja, ich hab, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich um 21 Uhr habe ich Sandy angemacht. Hab dann drauf geguckt und dann schrieb mir schon jemand, guck mal auf Venture, und dann habe ich mir nur Venture aufgemacht und dachte, was zum Teufel. Mhm. So. Ja, und da wusste ich, okay, fahr nicht zum PD, ist okay. Brauchst du gar nicht versuchen.
Na gut, ich stand halt schon direkt vor der Tür und hab halt gewartet, weil ich es nicht mitbekommen habe über Venture. Eben. Ja, da kannst du halt nichts machen. Nee. Da habe ich aber auch vollstes Verständnis, wenn sie sagen, nee, tut mir leid, heute nicht, wir verschieben den Termin. Definitiv. Da wird ja jeder gebraucht, ne? Ja. Es waren ja auch mehrere Unternehmen und Behörden mit involviert, um zu helfen. Okay. So wie ich mitbekommen habe, FD, MD, verschiedene Unternehmen, Verpflegung. Ich glaube sogar Weasel News und Observer waren vor Ort. Ja, macht Sinn, ne? Ach, verrückt. Ist ja wirklich alle. Alle mussten dann mitarbeiten. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen, was die ganze Stadt war ja, also wahrscheinlich so größer als die ganze Stadt, war ja schon sehr arg involviert. Also klar, es ist zwar oben im Norden, wo, also nicht Norden, sondern Norden der Stadt gewesen. Ja, Vinewood. Genau, Vinewood. Aber es war halt, meine Güte, dass da so viele sich dann auch bereit erklärt haben zu helfen und so weiter. Muss man sich halt auch vorstellen. Tja. Sind ja auch einige umgekommen, wie ich verstanden habe. Ist halt auch dramatisch. Ich meine, irgendwas gehört oder gelesen zu haben von 2, 3, 4 Personen. Ja, mindestens, ne? Ja. Und dann die unzähligen Verletzten, die noch dazukommen. Ja, da ist ordentlich was los gewesen in dem Moment. Ich glaube auch am Tag darauf oder den übernächsten Tag gab es ja dann schon weitere Entführungen. Oh, ey. Ja. Unten bei Seabreeze. Und ich glaube Luna Market. Ja. Puh. Ja, stimmt, das mit dem Luna Market habe ich auch schon gelesen, ja. Stimmt, da war ja auch noch was. Ja, alles eher nördlicher, ne, dann. Und alles nur wegen, ich glaube, Geld oder Gold, was sie da aus der Bank geholt haben. Ja, das muss man sich halt auch mal vorstellen, ja. Also, dass es wirklich nur rein ums letztendlich Finanzielle ging. Also, das ist so übel. Auf der anderen Seite, ne, das ist halt, muss man halt auch wirklich sehen, wenn man zu so etwas fähig ist, wenn es nur um Geld geht, will ich gar nicht wissen, wenn man die verärgert. Was ist, also, wie die dann agieren. Ich kann's mir denken. Das ist verrückt. Hoffen wir mal, dass es etwas entspannter wird jetzt die Tage und das vielleicht abebbt oder man die vielleicht noch fasst oder so, bevor die noch irgendwas machen. Ja. Wie auf einer Stange, ne? Ja, gut, aber. Wir haben ja alle das gleiche Ziel. Ja, eben zum Glück. Ah, ja, dann werden wir die Letzten sein, wahrscheinlich. Ich denke auch. Oh, das ist okay. Das ist echt, ich hab Zeit. Dito, ich auch. Und da kann sich gut unterhalten. Ich muss bestimmt noch einen Kaffee ziehen, wenn einem noch viel zu langweilig wird am Ende des Tages. Und dann schlägt auch wieder das Herz. Ach ja. Beim
muss zugeben, die haben wirklich ein echt schönes BD hier. Hm? Ja. Wirklich sehr angenehm. Sieht zwar, ich sag jetzt mal, alt aus. Ja. So von den Farben her. Gut. Stimmt. Wird jetzt mal so 80er, 90er, irgendwie sowas. Ja, so frühe 90er wird es wohl sein. Ne? Mhm. Aber sieht trotzdem schick aus. Ja, definitiv. Ich meine, gut, man hat halt nochmal Backsteine verbaut, ne? Schön Klinker. Ist okay. Aber die Farbauswahl, die ist mutig. Gelb und braun, ja. Ja, doch. Sieht aus, als ob hier die Leute viel zu viel rauchen würden oder so. Vielleicht war es ja mal was anderes, bevor es ein PD wurde oder was. Das kann sein. Ach ja. Ich frage mich, ob überhaupt jemand am Donnerstag, es gab ja Bewerbungsgesprächstermine, genau. Mhm. Ob die dann auch, ob jemand Donnerstag da war oder ob wir alle gedacht haben, wir gehen am Freitag hin. Das ist eine gute Frage. Donnerstag konnte ich nicht, weil ich dort mein PBS gemacht habe. Mhm, okay, Personenbeförderungsbeschwerde. Genau. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann auch gemeldet und gesagt, dass ich am Freitag komme. Mhm. Aber da das ja am Freitag nicht stattgefunden hat, habe ich nochmal auf der Info-Leitstelle angerufen und ja, Bescheid gegeben, dass ich da war, aber mir einen neuen Termin geben sollen. Ja, ja. Ich habe dir eine E-Mail geschickt, weil ich habe mir gedacht, jetzt auf der Leitstelle anrufen. Na, weiß ich auch nicht. Mhm. Ob das so mutig ist, dass man das machen kann oder machen sollte. Mhm. Ist einiges los. Da wurden sie dann irgendwie, ich frag mal so, PBS, was gab es für einen Grund, sag ich mal, den zu machen? Beim Taxiunternehmen. Ah, okay. Genau. Downtown Cap oder? Downtown. Ah, okay, sehr gut. Gute Leute. Ja, sind alle sehr nett. Ja, ja, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Arbeitgeber. Mhm. Habe jetzt gedacht, vielleicht Alice Transit oder irgendwas anderes, aber da muss man ja auch nochmal einen Busführerschein machen, ne? Ja, genau. Ja. Wäre auch was. Ja. Aber erstmal Taxiunternehmen probieren. Mhm. Und gucken, wie es läuft. Mhm. Und ja. Ja, warum nicht, ne? Zur Überbrückung. Kann man mal machen. Mhm. Ja, aber ich würde das halt zusätzlich, wenn das hier klappen würde, machen. Mhm. Als Kitty und Downtown Cap. Naja, gut, das ging. Jetzt weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht, aber ich habe gehört, einige Unternehmen und das PD klappen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es. Haben sie schon gefragt, vielleicht sogar? Ob das ging. Also, meine Chefs meinen, es geht, ja. Haben aber natürlich auch Bedenken wegen der Zeit. Ja, gut, verstehe ich. Weil Behörde und PD halt ziemlich viel zu lernen ist. Ja, gut. Aber ich gebe mein Bestes und versuche halt dementsprechend auch noch beides unter einen Hut zu kriegen. Ja, da geht auch unglaublich viel Zeit drauf fürs PD, ja. Ja. Aber ja, warum nicht, ne? Also man kann es ja versuchen, ne? Und wenn man nur ab und zu schon da ist, das ist ja schon wie wert, ne? Ja. Na, schön. Also mindestens so 2-3 Tage die Woche möchte ich halt schon Taxi fahren. Mhm.
klar, wenn das klappt. Wäre doch super. Ja. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die am Ende hier auch was dagegen haben, weil es ja, das geht ja noch. Mhm. Aber ja. Aber die werden das besser wissen, wenn man das mit denen eh abklärt. Dann sind sie ja eh sehr glücklich und sagen, super. Mhm. Danke, dass sie das schnell abgeklärt haben. Ja. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es mit Weasel News nicht klappen könnte. Weil, naja. So eine Art Interessenskonflikt. Genau. Mhm. Deswegen lieber nicht. Verstehe ich aber auch. Ja. Mich interessiert eine Frage immer sehr brennend, weil mir die auch mal gestellt wurde. Warum gerade PD? Warum gerade PD? Mhm. Um Leuten zu helfen, die in Not sind, die... das ist echt eine gute Frage. Weil ich habe das damals auch gesagt, ne? Also es ging darum, man hätte ja auch sagen können, ich gehe ins Andy mit dieser Antwort, ne? Ja, das stimmt. Das ist so. Da hat mich auch jemand mal in die Enge gedreht. Ich dachte, verdammt, da hat er recht. Mir was Besseres einfallen lassen. Also ich würde jetzt halt wirklich sagen, uns da helfen, die in Not sind. In Gefahrenlagen sind, um die Mitbewohner der Insel zu schützen. Ja. Hola, buenos días. Ich denke immer so ein bisschen so an die Sicherheit der Stadt zu gewährleisten und auch letztendlich Verfassung und Gesetze schützen beziehungsweise die Einhaltung dessen zu wahren oder so, habe ich mir mal gedacht. Mhm. Aber ja, das... Da könnte man auch fragen, ja, warum dann nicht die OJ? Kann man im Endeffekt auf jeden Beruf irgendwie anwenden. Ja, eben. Darf man sich nur nicht verunsichern lassen, glaube ich. Nee. So, bis spätestens 22 Uhr, genau, habe ich gehört. Da stand ja, glaube ich, auch was. Ja. Thank you.
Muss ich aber trotzdem mal gucken, ob mich jemand gegebenenfalls angerufen hat, wenn wir ihn noch warten. Aber mein Handy war gar nicht im Flugmodus, herzlichen Glückstrumpf. Ne, ich habe ihn direkt in den Flugmodus gepackt. So gut. Gut. Na, warte noch einen Anruf, deswegen. Da gucke ich lieber nochmal, ob die Person sich schon gemeldet hat. Mhm. Und ich will das jetzt nochmal kurz zurückschreiben und sagen, dauert noch mal. Ja, am besten wäre, wenn er jetzt anruft. Ja. Bevor es dann im Gespräch passiert. Oh, das wäre geil. Ja, gut. Wenn man dann das Handy auf lautlos hat, ja gut, es sei denn, die Person wird gleich panisch und sagt, oh mein Gott. Mhm. Aber das bezweifle ich. Und so. Jetzt spielen die da Schere, Stein, Papier. Okay, okay. Versuchen sich noch ein bisschen die Zeit totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie schon. Wenn sie genommen werden und einmal durch das Rekrutenprogramm durch sind, haben sie schon Ideen, wohin sie mal gehen wollen? Es gibt ja so einige Departments und einige Bereiche. Das weiß ich jetzt so auf Anhieb nicht. Ich würde einfach mal schauen, in welchen Bereichen ich, sag ich mal, ja, stärker bin. Mhm. Und je nachdem, in welches Gebiet es dann halt hingehen soll, würde ich mich dann halt vielleicht auch dorthin spezialisieren. Mhm. Ob das jetzt Öffentlichkeitsarbeit ist oder, ich weiß nicht, als Detective oder irgendwie sowas, je nachdem. Ja, ja. Gibt ja bestimmt einige. Ich weiß halt auch gar nicht, wie umfassend, also was es hier quasi alles für Abteilungen so grundsätzlich gibt, wo noch freie Plätze sind. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt einige, die dann halt sagen, naja gut, ich komme schon hierher, weil ich gerne irgendwann in den Norden will. Mhm. Das war eher darauf angelehnt so ein bisschen. Und genau, deswegen. Ja, da konnte man sich ja, glaube ich, auch speziell drauf bewerben. Ah, das kann gut sein, ja. Weil ich meine, das gelesen zu haben, LSPD oder BCSO. Mhm. Ja, das stimmt, das könnte man auch machen. Also ich glaube, für mich wäre der Norden nicht unbedingt was, ich weiß es nicht. Also landschaftlich ist es schön dort, aber ich denke mal auch ein bisschen ruhiger wie hier in der Stadt. Mhm. Ja, muss man einfach mal gucken, wie es dann halt auch wirklich ist im Dienst. Aber ich denke mal, dass man auch beide so, Seiten... wunderschön. Dann einmal der nächste, bitte. Ja, perfekt, dann kommen Sie mit, Träumchen. Ja, wunderbar. Da waren es nur noch drei. Tja. Bald sind es nur noch zwei und dann einer und dann gehen wir alle. Mhm. Und ich hoffe, die meisten von uns werden genommen. Ja, kann man nur hoffen. Ja, ne?
bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. Ich auch. Besonders auf die Fragen. Ja. Da muss man halt erstmal so überlegen, was man am besten antwortet, ne? Mhm. Aber ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass da halt auch wirklich gute Fragen auch mal kommen, wie zum Beispiel, warum jetzt gerade PD oder so. Das sind ja so die üblichen Fragen, ne? Mhm. Aber gut. Gerade wenn man halt keine Vorgeschichte dazu hat, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass die Frage dann irgendwann kommt, aber pff. Kann man ja auch gut beantworten. Ja, das auf jeden Fall. Ich mag den Typen, der ist ein cooler Typ. Das ist ein ganz lieber Mensch. Mit dem, ich hoffe, mit dem, dass wir mal Dienst schieben. Mit dem kann ich mir echt vorstellen, was da noch geht, weil John hält sich natürlich jetzt bedeckt noch. Ne? Oh, da kickt der Durst, ne? Ich sag's, wie es ist. Ein wenig. Da muss ich aber auch mal einen reinzwiebeln. Und dann erstmal, wenn man reingeht, nochmal sagen, wo ist denn hier nochmal das Klo? Darf ich da abbiegen? Ja. Ich bin auch schon im Überlegen. Ja, wie war das? Druck auf der Blase, Druck im Gespräch, ne? Mhm. Oder gleich mal raushauen, ne? Sie können mich nicht mehr unter Druck setzen als meine Blase. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Glaube ich auch nicht. Ach ja. Ach, ein bisschen Spaß außerhalb des Ernsthaften muss ja auch mal sein, ne? Ja. Das ist echt. Gibt ja genug ernste Momente. Ach ja. Wenn wir beide hier tatsächlich genommen werden sollten, werden wir es, denke ich, früh genug erfahren. Ich denke auch. Vielleicht kriegen wir ja auch direkt nach dem Gespräch Bescheid. Ja, ne? Das wäre super. Würde mich echt freuen. Ja, jetzt hoffe ich doch mal. So, werde ich doch noch mal eine SMS los. Versprochen, dass ich mich noch wo melde, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Spätestens eine Stunde. Ja, ne? Ach, das wird super. Ich habe schon immer wieder gehört, dass es unfassbar anstrengend ist, hier dann alles erstmal zu lernen, nur und dann so ein bisschen, ja, das anzuwenden und so. Das kann ich mir auch richtig hart vorstellen, ne? Ist ja auch wahrscheinlich auch ziemlich viel. Ja, ja, ja.
das dann mal alles rum ist, ne? Mhm. Man dann in die Routine übergeht, dann wird das alles ein bisschen einfacher. Ja, klar, weil man das halt auch immer wieder anwendet. Eben. Und ich denke mal, so als Taxifahrer ist halt auch der Vorteil, weil man auch zusätzlich nochmal die Ortskenntnis verinnerlicht. Stimmt, ne? Zu dem ganzen PD. Das ist super. Also ich denke, dass das hilft nochmal richtig weiter. Mhm. Ja, mit Straßennamen habe ich aktuell noch Probleme. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, wo was ist. Mhm. Aber da dementsprechend frage ich halt auch immer nach, in welchem Stadtteil. Und dann schaue ich halt in der Bus-App. Ja gut, das macht ja Sinn, ne? Ja. Ja. Ja gut, aber das kriegt man ja dann auch irgendwann mal gut hin, ne? Mhm. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt, ja, so eine Sache, die man halt, ja, wo man wahrscheinlich auch ein paar Orte kennen muss, ne? Und dann setzt sich irgendwann so ein schönes Bild zusammen. Ja. Gut, die ganzen Firmen, wo sie liegen, bin ich halt wirklich privat abends mal durch die Stadt gefahren. Mhm. Hab bei Venture mir die Firmen rausgesucht. Mhm. Um es halt einfach mal schon mal gesehen zu haben. Ja gut, das macht ja Sinn, ne? Ja. Und dann weiß man, wohin man muss, und ja, das ist schon mal, also gerade wenn man sich das gut einprägt, dann ist das super. Mhm. Ist schon mal die halbe Miete. Eben. Gerade wenn die halbe Miete drin ist, dann ist das ja alles andere ja dann entspannt. Ja. Gerade mit dann sich hier ein bisschen auszukennen. Ach ja. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwas Neues die nächsten Tage gibt bezüglich dieser ganzen Situation in der Stadt, weil das ist ja etwas, was sich hier so immer wieder hervorhebt, dann verschwindet es wieder, dann wird es wieder hervorgehoben und so weiter und so weiter. Ja. Und das ist halt dann, boah. Also heute natürlich wieder ganz deutlich, ne? Da schikaniert man halt einfach nur die. Ja, die. Ja, man tanzt auf der Nase rum. Extrem, ne? Ja, ganz gezielt und ganz absichtlich. Mhm. Zum Glück war es gestern ruhig.
Also ich habe jetzt nichts mitbekommen in der Richtung. Ja gut, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit ihr Unwesen treiben, ne? Das ist ja das Problem. Ich meine, was wollen die denn noch alles, ja? Also das ist halt echt verrückt. Das ist eine gute Frage. Dann der Niesheimer, bitte. Nimm so ruhig den jungen Mann vorne. Das sind Sie? Ja, das, dann danke ich Ihnen. Ja, ja, gerne. Mit. Kein Problem. Soll er vorgehen. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie als erstes geht. Mir ist es relativ egal. Solange jetzt nicht irgendein Großeinsatz reinkommt. Das wär's jetzt. Die letzten beiden stehen hier wie die Deppen vom Dienst und auf einmal zack. Großeinsatz. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie nochmal in einer Woche wieder. Ja. Noch viel lustiger wäre es, wenn die hier reinrennen und sagen, Ihre Bewerbungen waren gut, bleiben Sie sind eh genug. Und kann ich mitleben. Ja, ich auch. Und nicht mal vorsingen. Ja, dann werden wir mal. Ich bin auch total gespannt, wie man von diesen Leuten, die man hier gesehen hat, dann wieder sieht, ne? Also im Dienst dann, wenn man auch selber genommen wird. Es wird dann immer noch mal sehr interessant werden. Ja, einfach mal abwarten, würde ich sagen. Ja, definitiv, ne? Das Gebäude ist, glaube ich, hier für die Ausbildung dann zuständig. So kann man es zumindest auch auf Venture einsehen. Also wenn man auf Venture guckt bei den Authorities auf der linken Seite ganz unten, dann auf Los Santos Police Department geht, kann man unten die Departments sehen. Ah, okay. Genau, und das ist dann Mission Row, also Bürgeranliegen, Academy, Bewerbungen und Forensik ist auch noch hier, okay. Alles klar. Also da weiß man auf jeden Fall, wo man dann ist. Gibt so einige Abteilungen. Von der Forensik könnte ich mir das nicht vorstellen. Glaube ich. Wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so meins. Und dann die Leute auseinandernehmen, gucken, was mit denen los ist, also was denen passiert ist und so weiter. Das Obduktion, kann ich mir vorstellen, dass sie das auch machen müssen. Ja, oder das MD. Ja, stimmt. Ja. Ich denke mal, Forensik ist eher für Spurensicherung. Genau. Ob es irgendwelche Beweise gibt hier und da, Mordwaffe oder sowas. Genau, das wird dann noch das andere. Genau, an Tatorten sein. Genau. Oder halt einfach nur das Material zugesteckt bekommen oder so. Ne? Und dann halt arbeiten. Auswerten. Oh, ja. Das kann auch sein, ja. Wobei ich mir auch wirklich vorstellen kann, wo sie es gerade sagen, dass das ND grundsätzlich die Obduktion der Leichen vornimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, im Beisein vielleicht von einem Forensiker oder so. Das kann auch sein, ja. Aber keine Ahnung. Vielleicht machen die es alle ganz anders.
Entweder wir erfahren es oder wir werden es nie erfahren. Ich hoffe, wir werden es erfahren. Ich auch. Ach ja, nur mal schön. Keine Ahnung, wenn das nicht wird. Muss mal gucken. Muss jetzt auch mal kurz gucken. Ist irgendwie die Sucht, ne, die einen dann dazu treibt. Und zu gucken, oh mein Gott, ist irgendwas Spannendes passiert? Unter anderem, ja. Ich habe jetzt gerade einen Bekannten mal geschrieben. Ah, oh, okay. Schlimme ist immer, man weiß nie, ob man jetzt gerade, also wenn wir jetzt da reingehen, einer von uns, als nächstes, ob die Leute schon genervt sind oder sich freuen. Oder einfach nur geschafft sind und sagen, ist mir jetzt auch egal. Das ist eine gute Frage. Kommt halt, glaube ich, auch immer drauf an, was für Leute da sind und wie viele. Wenn man sich jetzt 10 Bewerbungen oder so anhören muss. Das zieht sich natürlich. Boah, ja, glaube ich sofort. Muss man sich mal vorstellen, so 10 Leute anhören, die alle eine andere Lebensgeschichte haben, die ganzen Bewerbungsunterlagen aufklappen, dann die ganzen, ja, die ganzen Lebensläufe sich irgendwie währenddessen angucken und sich fragen, ja, passt er nicht. Ja. Tja. Spannend. Wie die dann drauf sein werden. Ob die schon weich geklopft sind oder nicht. Oder dann erst steinhart werden. Aber ich denke mal, wenn hier auch die Ausbildung beginnt, sind sie damit da schon, sag jetzt mal, mit vertraut. Ja, bei den ganzen Bewerbungen, die sie reinbekommen. Ja, eben. Ja, nicht wissen, wie viele Leute sich beworben haben in den letzten Monaten. Das ist Wahnsinn. Halt auch echt gar nicht, dass man eines Tages dann doch hier steht und sich dann ja denkt, komm, sprechen wir mal vor. Hat man immer was anderes gedacht, ach, ich werde das, ich werde dies, ich werde jenes oder, ne, gerade wenn man noch jung ist, denkt man sich, ach komm. Aber naja, irgendwann, auch im späteren Lebensverlauf, denkt man sich dann so, wow, interessant, dass ich dann hier stehe. Sehr interessant.
Ja, ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch nie damit gerechnet, dass ich mich beim PD bewerbe. Mhm. Aber wie gesagt, halt Neues ausprobieren. Schadet ja, ja nie. Üben. Üben drum. Kann man ja immer noch auf das gelernte Wissen aus der Vergangenheit immer noch zurückgreifen. Eben, das ist es halt. Da kann man wenigstens zwei Sachen. Ja. Und bald Taxifahren. Wobei Taxifahren, wobei weiß ich gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es eine schwere Arbeit ist, aber ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass es eine schwere Arbeit ist. Ich kann halt jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Leitstelle ist halt stressig. Mhm. Wenn halt im Minutentakt ein Telefonat reinkommt. Mhm. Dazu muss man halt auch erstmal die Kapazität haben. Mhm. Wenn man alleine ist, dann ja. Da rotiert man halt ein wenig. Ja, das stimmt. Aber sonst an sich ist es eigentlich schon ein angenehmer Job, muss ich sagen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es von der Uhrzeit sehr abhängig ist, ne? Uhrzeit, beziehungsweise aber auch tagesabhängig. Ah, okay. Ja gut, stimmt. Weil man kann jetzt nicht sagen, irgendwie am Wochenende ist am meisten los. Mhm. Das kann unterschiedlich sein. Auch wenn gerade größere Events sind oder so, ne? Ja. Das ist dann auch wieder eine andere Sache. Ich denke mal, wenn irgendwelche Nachtclubs offen haben, ist natürlich dann dementsprechend mehr los. Als, ja, sag jetzt mal, der normale Alltagsbetrieb ist. Mhm. Ja, klar, ne? Ja, das stimmt, ne? Na, ich kann mir gut vorstellen, dass heute relativ viel los ist. Weil auch ziemlich viele Firmen offen haben. Mhm. Ja gut. Das stimmt auch wieder, ne? Ja gut, gerade wenn so Unternehmen offen sind, ne, also auch gerade Einkaufsläden, da ist natürlich viel los. Mhm. Aber man liest ja auch immer, wenn irgendwo so eine Veranstaltung ist, keine Ahnung, von Paradise oder Alice Moments, dann liest man da immer, ja, kommen Sie mit dem Taxi oder so. Ja, genau, wegen Platzmangel von Parkplätzen. Ja. Stimmt. Aber man lernt halt auch viele Leute kennen. Das durchs Taxifahren. Ja. Das ist wirklich wahr. Das ist total verrückt. Man lernt ja auch irgendwo so eine kommunikative Art zu haben, ne? Mhm. So, Sie oder ich? Mhm. Wieso wollen? So, wunderschön. Dann einmal der nächste, bitte. Dann würde ich mitkommen. Ja, klar. Mr. Foreman war das, ne? Ja, richtig. Träumchen. Kommen Sie rein. So, nehmen Sie einmal dort vom Laptop Platz quasi direkt am Schreibtisch, ja? Ja, super. Hallöchen. Hallöchen. Guten Appetit. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Boah, zum Glück nicht vorm Overhead, ey. Achso, ja gut. Ja, das, nee. Müssen sich nicht anstrahlen lassen. So.
Stelle ich einmal den Kollegen vor und den Kollegen in Abwesenheit. Gleich kommt noch der Chief of Department Kukum rein. Ja. Mhm. Vor ihnen sitzt Captain Palmer, Leiter der Academy. Und meiner einer ist Officer Foley, Officer der Ausbildung. Freut mich, Sie kennenzulernen. Dann stellen Sie sich einmal kurz und bündig bitte vor. Ja gut, mein Name ist John Foreman, gebürtig aus Birmingham, 36 Jahre alt. War Priester hier im Staat beim Faith and Social Center und habe bei Weasel News gearbeitet. Und jetzt habe ich mich bei Ihnen beworben. Mhm. Warum genau möchten Sie denn Polizeibeamter werden? Beziehungsweise was hat Sie dazu inspiriert? Also die Antwort ist zweigleisig. Das erste ist einerseits, natürlich möchte ich einen Beitrag zur Sicherheit der Stadt leisten. Aber wie mich das tatsächlich hierher gebracht hat, waren einfach Vorgeschichten, die ich hier im Staat erlebt habe, die mich persönlich einfach dazu gebracht haben, naja, manche Menschen wollen eben, sag ich mal, vielleicht nicht immer nur die kommunikative Art haben oder wollen vielleicht auch dadurch keine Stütze haben. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn es dann so ist, dann ist vielleicht auch ein Teil der Aufgabe, die zu schützen, die eben unschuldig sind, die, die eben die Hilfe benötigen dann gegebenenfalls. Und das hatte mich dann ein bisschen zum Nachdenken angeregt und dann dachte ich, naja, es wäre doch eigentlich schlau zu sagen, man versucht vielleicht eben einerseits den Menschen zu helfen, die unschuldig sind und vielleicht auch denen zu helfen, die schuldig sind. Und da gibt es vielleicht nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie man das tun kann, und das wäre eben durch den Polizeidienst. Mhm. Was ist Ihrer Meinung nach denn die stärkste Waffe eines Police Officers? Ich würde ganz einfach antworten, das Wort. Ich denke, das Wort ist einfach das Schwert der Gerechten, das weiß ich als Priester immer wertzuschätzen. Als Ehepaltiger. Ja, dann würde ich jetzt mal an den Kollegen übergeben. Okay. Sie waren ja Priester, das ist schon interessant. Vom Priester zu Police Officer. Was macht man denn so als Priester? Also was haben Sie da so gemacht? Ich kann es mir ja vorstellen, aber sagen Sie einfach mal, was Sie so gemacht haben als Priester. Ja, sehr gerne. Hallöchen erstmal. Hört mich. Wunderschönen guten Tag, hallo. Freut mich, Foreman. Ja, also als Priester ist es meine größte Aufgabe gewesen, einerseits natürlich die Rituale durchzuführen, die ja letztendlich dafür da sind, Hoffnungen oder Hoffnung zu schwören. Ich habe jetzt an Exorzismus direkt gedacht, Rituale. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte auch irgendwie sowas im Kopf. Glauben Sie mir, das kommt gar nicht mal so häufig vor. Es gibt gehört. In Rumänien soll das sehr bekannt sein, in Europa. Das ist total verrückt. Ja, aber es ist halt Europa. Ich bin Engländer. Entschuldigen Sie, ich lese. Ja, super. Alles Sie gut. Auch nichts dafür, ne? Also sag ich mal. Ja, so gut beschreiben wir es so. Ja, aber grundsätzlich ist meine große Aufgabe eben gewesen, kommunikativer Ansprechpartner zu sein. Bedeutet auch eben, mit den Menschen zu reden, den Menschen eben zu helfen in ihren Sorgen und Nöten. Und letztendlich aber auch dann zu sagen, naja, wann, also so fällt mir jetzt natürlich sehr spontan ein, beispielsweise, wenn man merkt, oh, die Person, der geht es jetzt wirklich gar nicht gut, dass man dann halt auch sagt, suchen Sie sich Hilfe. Und das war im Grunde genommen immer meine Aufgabe gewesen. Okay, und warum machen Sie das jetzt nicht mehr und kommen zur Polizei? Wie ich ja schon bereits gesagt habe, dass es in der Vergangenheit mal ein Erlebnis gab, was mich dazu gebracht hat zu sagen, es war ein höchst persönliches Erlebnis mit eben einer anderen Person, die mich eben nochmal zum Nachdenken angeregt hat und ich eben gesagt habe, dass vielleicht der geistliche Dienst vielleicht eben nicht das ist, was ich am Ende ausführen möchte, um den Menschen zu helfen, sondern vielleicht ist es eben der Polizeidienst, der mich davon, sage ich mal, treiben lässt. Einfach auch aktiv zu sein, nicht immer, sage ich mal, unbedingt der passive Zuschauer zu sein, der immer nur vermittelt, sondern vielleicht auch aktiv zu helfen, wenn das denn gegeben ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch wieder viel Arbeit abgibt oder vieles abgibt, viele Personen weiterleitet. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, dass ich da mich einfach besser aufgehoben fühle. Und letztendlich, gut, jetzt könnte man sagen, es ist eine Art Midlife-Crisis, aber ist es eigentlich gar nicht. Okay, dann schiebe ich direkt die nächste Frage hinterher. Was ist denn Ihrer Meinung nach, sind die wichtigsten Aufgaben der Polizei, mit denen Sie auch zu tun haben werden? Naja, grundsätzlich erstmal für die Menschen einerseits da sein.
Und natürlich das andere eben, die Gesetze auszuführen, die es in diesem Staat hier gibt. Aber grundsätzlich kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr viel auf kommunikative Art und Weise eben hier, ja, der Dienst vollzogen wird. Man lernt vieles kennen, man lernt auch präventiv zu arbeiten. So Dinge. Ne? Das stelle ich mir unter Polizeiarbeit vor. Aber ich denke mir nicht, aktiv hier rumzurennen und irgendwie, ja, Leute zu verfolgen. Ich glaube, das muss nicht immer der Fall sein. Ich glaube, das andere wird eher überwiegen. So hoffe ich. Mhm. Außer in so schweren Zeiten wie jetzt. Sie haben auch gesagt, sie möchten gern für die Leute da sein. Glauben Sie, es gibt auch Leute, gerade hier auf der Insel, die möchten sie nicht haben. Da werden sie beleidigt, bespuckt. Ja, das... Na, also sie werden nicht immer auf schöne Momente treffen. Es wird auch sehr viele unschöne Momente geben. Mhm. Sie werden auch grundsätzlich... Sie können sich nicht auf jede Situation vorbereiten, sagen wir es. Nie. Okay, ich will gar nicht so lange aufhalten. Ich komme auch direkt zu meiner letzten Frage. Wie würden Ihre Bekannten Sie mit einem Wort schreiben? Kommunikativ. Okay. Okay. Ich hab noch eine Frage. Foli. Stellen Sie sich vor, wir stehen jetzt gerade draußen, ne? Und plötzlich regnet es Fische vom Himmel. Was tun Sie? Also nicht beten. Natürlich die Leute, also wenn natürlich ich sehe, dass ziemlich viele Leute dann irgendwo rumlaufen. Ich hoffe, die Leute bringen sich natürlich in, wie soll ich sagen, in, ja, in Schutz. Sicherheit. In Sicherheit, dankeschön für das wundervolle Gerne. Wort. Ja, dass man eben auch versucht, diese Leute in Sicherheit zu bringen. Ich meine, entschuldigen Sie, Captain in der Mitte, Sie sagten ja gerade, Sie hatten mir ja irgendwo eine Frage gestellt, ne? Was würden Sie tun? Oder Sie wissen, dass es eben auch da passiert, dass Menschen Sie nicht mögen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Priester mag Sie auch gefühlt keiner. Und das ist einfach Priester? So. Ich hätte mir das eher so vorgestellt, dass man eher so... Er ist, zu dem jeder kommt, wenn er jemanden zum Reden braucht und so. Also wirklich? Also, wissen Sie, was... Der Priester sehe ich jetzt eigentlich nicht als negative Person. Ja, also, das sagt jeder, bis man dann auf einmal merkt, dass sich irgendwie jeder das Maul zerreißt, wie lustig Priester sind oder wie doof sie sind und machen dann immer nur Witzchen und dies und das und jenes. Natürlich ist das ist ein Teil des Jobs, ne? Das ist einfach so. Ich hätte eine abschließende Frage vielleicht noch. Ja. Interessiert mich nur. Glauben Sie, dass der Geist durch das Gehirn erst entsteht oder dass das Gehirn durch den Geist entsteht sozusagen? Ich gehe von der Ex Nihilo Theorie des Geistes aus, bedeutet also im Grunde genommen existiert erst der Geist und danach erst das Leibliche. Und dementsprechend ist das auch. Ja. Deswegen ist der Geist ewig. Vielen Dank, ich habe keine weiteren Fragen. Würden Sie dann kurz draußen warten und dann rufen wir Sie gleich wieder rein. Vielen Dank. Soll ich da einfach rausgehen? Genau. Super. Kann gut sein, dass sie dann nicht überzeugt waren. Aber die sind mir doch sehr sympathisch, die Leute. Aber ich bezweifle. Es könnte sein, dass es Probleme gibt. So, Mr. Forman, dann kommen Sie rein. Stellen Sie mal vorne hin. Ja. So schnell geht's, ne? So schnell geht's, Mr. Forman. Ich habe auch ganz schlechte Nachrichten für Sie. Uiuiui. In ungefähr 2 Wochen sehen wir uns wieder zu Ihrem Einstellungstermin. Ja, das ist ja eine 10 von 10, würde ich sagen. Ja. Sie kriegen kurz vorher nochmal eine SMS, wo Ihnen der Termin und die Uhrzeit genannt wird. Sollten Sie zu den Terminen nicht erscheinen können, dann rufen Sie die 921 an und melden sich entsprechend ab und dann kriegen Sie einen neuen Termin. Darüber hinaus, Sie bringen Folgendes mit: einmal plus minus 3 Stunden Ihrer Zeit. Bringen wir hin. Dann Ihre Bankverbindung. Sie wollen ja schließlich auch Geld verdienen. Warten Sie mal, ich schreibe mal kurz mit, weil. Machen Sie lieber, wenn Sie die nicht mitbringen, trage ich meine für Ihren ersten Tag ein. Also bitte. Ja, ich sag's, wie es ist. So fängt es hier direkt an. Na, sehr gut, dann weiß ich Bescheid. Gut. Ja? Okay, des Weiteren genügend Verpflegung, sprich Essen und Trinken für 3 Stunden oder mehr, ja? Machen wir.
Und ganz, ganz, ganz wichtig, in Großbuchstaben dick und fett und langgezogen Motivation. Mhm. Ne? Moment, Moment, wie war das nochmal das Wort? Motivation. Ah, ja, habe ich. Super. Habe ich immer dabei. Perfekt. Ganz wichtig. Super wichtig. Sehr schön. Die wollen wir auf jeden Fall hier sehen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? An sich, ja, ich hätte nur eine organisatorische Frage. Bräuchte ich irgendwie sowas wie, keine Ahnung, außer jetzt einen Führerschein, einen Personenbeförderungsschein oder sowas? Fragt sie jetzt schon mal direkt. Nee. Okay, gut. Dann ist ja super. Da sie nicht durch ihre Tätigkeit Geld verdienen beim Fahren, brauchen sie keinen Personenbeförderungsschein oder sowas. Nee, nee. Okay. Genau. Super. Dann habe ich alles bei. Träumchen. In zwei Wochen bin ich dann auf jeden Fall ready. Hallo? Super. Dann würde ich sie einmal nach unten begleiten. Ja, danke. Hallöchen, Herr Scott. Schönen Abend Ihnen noch. Schönen Abend Ihnen. Ach, da geht's lang. Ha. Ja, unter anderem. Unter anderem. Viele Wege führen nach oben, ne? Ach. Sagen Sie das keinem Ex-Priester, was? Ah, ja. Jetzt nochmal dieser bekannte Weg, Jakobsweg oder so? Ja, Jakobsweg. Nee, doch, Jakobsweg, doch, ne? Doch, genau. Ah ja. Mhm. Immer durch diese Muscheln ausgezeichnet, ne? Eieiei. Glauben Sie gar nicht, wie viele es dahin gibt. Ja, ja. Oh, Vorsicht. So. Genau. So. Gut, Mr. Foreman, ich wünsche Ihnen dann noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann in zwei Wochen, ja? Ja, super. Dankeschön, Mr. Foley. Bis dann. Perfekt. Ja. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Ja, nice. Würde ich sagen, sind genommen. Wie? Was ist denn los? Oh, ich hasse es. Moment. Warnblinker ist J. Gut. Kinnas. Ah ja, das war super. Meine Güte, so, jetzt sind wir auch genommen. Ja, das war halt echt viel los gerade, ne? Hör mal. Aber erst in zwei Wochen, Junge. Kann mir das nicht verstehen. Hoppala. Das Ding will halt nicht ausgehen, ne? Ich
einfach trotzdem rein. Ich relog mal. Moment. Ich lass den eh umziehen. Wir rufen sie an. Holla, Hallöchen. Das ging jetzt aber schnell. Ja, das war auch nicht lange. Die waren da... Ja, nicht so lange am Reden mit mir und ja. Ja, okay, ich glaube, das ist allgemein. Ich glaube, bei mir auch nicht so lang. Ein paar Fragen abchecken, passt es nicht. Ja, deswegen. Meine, das war schnell im Vergleich zu Mann, der erst rausging von mir und Malongo. Hast du wie das dann nicht gemeint? Ja, was? Achso, was? Ja, du hast ja instant angerufen, nachdem ich die SMS, die zweite, rausgeschickt habe. Ja, frag nicht, ey. ja, ich bin eh gerade ein bisschen, ja, undercover unterwegs, aber das müsste ich dir persönlich mal erklären. Ach, frag nicht. Okay. Die Welt ist scheiße. Ja, scheine hier gerade ein bisschen rauszuhören, dass die Welt scheiße ist. Ja, also, ich weiß nicht, bist du gerade unterwegs? Ich bin gerade mit meinem aufhändigen Foto unterwegs. Also, wenn du mich undercover treffen willst, müsste ich das Auto wechseln. Ich könnte auch einfach ins Auto steigen und wir könnten eine Runde fahren. Was hältst du denn davon? Weil ich bin im Moment eh kein Freund von viel draußen rumsitzen, so traurig es ist. Können wir machen. Also, wo soll ich dann hin? Ich sag dir sofort, ich bin gerade in einer Safe-Wohnung. Ich kann aber auch das Auto nur schnell wechseln, dass ich nicht mein aufwendiges Auto, dass man direkt weiß, dass ich unterwegs bin. Ja gut, das könnten wir auch machen, das wäre doch super. Wechsle ich nämlich von meinem Foto auf meinen Mesa. Genau, ich kann dir sagen, wo das genau ist. Soll ich dir das ganz kurz sagen, wenn du auf deine Bus-App guckst, da kann ich dir das sofort erklären. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz, weil ich gerade im Auto fahren bin. Ah ja, okay. Oh, ich bin aber direkt bei meinem Mesa auch dann schon. Wer ist er, mein Lieber? So, Bus-App. Mhm. So, es lädt. Ich sehe die Linien weg. Okay. Little Soul City 2 Haltestelle. Das ist am Vespucci Boulevard. Ja. Genau gegenüber. Genau gegenüber, okay. Genau. Ja, das kriege ich hin. Ich bin ein Pediler, ich finde alles. Sagt man das so, ja? Also, ich sag mal so, die Ortskenntnisse, die Grundortskenntnis ist perfekt, würde ich langsam sagen. Ja, nur die... Ich habe jetzt die... Moment, ich mache die Türen auf. Nicht wie normalerweise bei einem Pediler, dass sie abgeschlossen sind. Mhm. Mesa, der fährt sich auch immer anders, wenn man sich gewohnt ist. Wait, das ist mein Undercover-Auto mit getönten Scheiben. Ja, bitte. Je mehr Undercover es geht, desto besser. Aber ich muss aber auch trotzdem an Stoppschildern halten. Ja, bitte. Miss Martinez, bitte. Ja, also ich bin gerade eben in Vespucci lang gefahren und dachte mir so, Moment, ich bin jetzt über zwei Kreuzungen ohne Stoppschild gefahren. Irgendwas ist falsch hier in Vespucci. Oh Mann. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich irgendwas überfahren habe, aber ich weiß, ist da kein. Wohnst du gerade in Vespucci, oder wie? Ja, ich wohne ja schon immer in Vespucci. Okay, ich hatte bisher Glück, dass ich mit den Leuten da recht wenig zu tun hatte. Ich hab's gerade mit Weinwort verwechselt, entschuldige. Es war gerade so viel vom PD los, da habe ich mir gedacht, wow, das war ein bisschen auffällig heute, hör mal. Weinwood? Moment, also ich muss kurz schauen, bin ich jetzt? Das müsste City 2 sein. Genau, also ich stehe jetzt genau gegenüber von der Bushaltestelle mit einem grünen, dunkelgrünen Mesa. Dunkelgrünen Mesa.
Ah ja, ich sehe dich. Super. Hallöchen. Hola, okay, das nenne ich Undercover. Ich bin Undercover des Todes. Nennen wir es so. Undercover des Todes, okay. So nenne ich das heute. Also, willst du die ganze Story hören? Also, wenn du sie erzählen willst, gerne. Okay, ich fange mit der schrecklichen Nachricht an. Hinter mir sind eine ganze Menge Leute hinterher. Ja, hab ich mir fast gedacht, so wie das geschrieben ist. Ja, wichtig ist halt, nur Dupont weiß und du wissen es jetzt. Es ist so, du kennst doch noch die Sache mit diesem Haru Jin und so weiter, ne? Der, wo bei der Kirche war mit, genau. Ich weiß nicht mehr, wie die andere hieß, ist peinlich, weil wir mitgearbeitet haben, Arbeitskollegen waren ehemalige. Mary. Mary, genau. Ja. Also Mary ist, Haru ist anscheinend übergelaufen zu den Italienern. Und das war so, ich habe meine Aussage im PD getätigt bezüglich einer Person und diese Info ist direkt durchgesickert. Und es gibt zwei Sachen. Entweder hat jemand aus dem PD geplaudert oder Haru war's. Aber ich habe mittlerweile ein bisschen mit Umstrukturierungen im PD zu tun, sagen wir es mal so ganz nett. Okay, Umstrukturierung hört sich interessant an. Ich habe nur gesehen, dass drei Officer eine deiner Informanten nicht mehr da ist. Ja. Und das lag daran, dass ich nämlich kurz nach, also das war im September, Anfang September, Drohungen bekommen habe, auch von Haru ausgesprochen. Hey, das Italy, Mr. Napier will dich köpfen, gefühlt so. Okay. Daraufhin bin ich mit Dupont wegen einer anderen Sache in Kontakt getreten, weil wir waren ja schon in Kontakt. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann sagte der, fuck, einfach nur fuck. daraufhin habe ich komplett ausgepackt, habe auch mit Weiß gesprochen. Und dementsprechend bin ich mit Dupont gerade in Kontakt. Also heute sollte ich auch nochmal irgendwann zur Staatsanwaltschaft tuckern, weil es da noch mehr zu klären gibt. Ich habe denen sehr viele Infos gegeben, woran Dupont sehr interessiert war. Aber auf jeden Fall war das große Problem, dass Napier jetzt hinter mir her ist. Und dann war es so, ich habe mich mit dieser Isabella Vakarian, Marcel Vakarian und einem Mr. Sanders getroffen. PD gut zur gleichen Zeit im PD, ja. Ja, weißt du, was Mike Sanders gemacht hat? Der hat sich vor mich gestellt und hat mir alles ausgeplaudert, wo Dupont wohnt und so weiter. Er hat was? Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, du kleiner Drecksack, dich mache ich fertig. Und dann habe ich Dupont angerufen und habe ihm das gesagt. Gleichzeitig war es aber so, dass er mich bei Robert Shaw, einem von Tattooland, also einem dort Tätowierer, der übrigens Aiden Jacksons, also direkt Napier-nahe Tätowierer ist, eben auch verpfiffen hat und dann meinte, hör mal zu, Kollege, wenn, so nach dem Motto, woher hast du die Infos? Und jetzt ist hinter mir wirklich alles her. Nach dieser Info. Und okay, das ist, ja. Ja, und daraufhin, das habe ich Dupont alles gesagt und deswegen ist Mike Sanders auch nicht mehr. Und die Vakarians auch nicht, weil die waren dabei. Und, also was heißt, ich weiß nicht, ob die noch nicht mehr sind, aber auf jeden Fall war Dupont stinkesauer. Und ja, dann gab es halt, sind wir, ja, daraufhin bin ich eine Zeit lang untergetaucht. Ich habe mich auch bewusst nicht bei dir gemeldet. Weil ich weiß, dass die nämlich Leute aufsuchen, vermummt und die Leute ausfragen. Ja, und sie weiß ja, dass ich mit dir was zu tun hatte. Richtig. Und deswegen habe ich zu allen Kontakt abgebrochen. Zu Haru Jin, den habe ich wegen interner bei der Staatsanwaltschaft fertig gemacht. Und wegen Bedrohung und so weiter. Aber ich gehe gerade wirklich auf Tauchkurs. Weil die haben... Ich habe das Auto gewechselt, weil mein Foto den kennen echt viele. Ja. Und ich weiß nicht, wer weiter geplaudert hat, aber auf jeden Fall dieser Robert Shaw, der hat es halt übelst auf mich abgesehen. Also der scheut von nichts zurück gerade. Und das wegen einer sogar falschen Information. Das war nämlich so. Ich habe dabei, wie gesagt, wir standen da ja zu viert, ne? Isabella hat sich auch vermummt, weil die auch bedroht wurde. Deswegen aber, keine Ahnung, vielleicht hat sie am Ende doch was mit dem zu tun. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es Dupont einfach mehr.
Aber auf jeden Fall war es so, dass wir dort zusammenstanden. Er hat ja über Dupont erzählt und dann erzählt er mir, ja, übrigens, ich muss noch mit Robert Shaw sprechen, vielleicht hat er bessere Informationen bezüglich Napier. Und darauf hat er gesagt, ja, der, ja, nee, dann habe ich ihn gefragt, ja, ist er dann der Tätowierer von Aiden oder was? Und dann hat er gesagt, ja, ist er, hat geschluckt und dann kam eine Info raus von wegen, ja, der würde die Tinte von Human Labs bekommen, von denen. Und irgendwie hat sich rumgetragen, dass ich das alles erzählt hatte, obwohl ich nur eine Frage gestellt habe. Wahrscheinlich okay. Wollte mir der Mike Sanders eine reindrücken. Okay, das ist gerade viel. Ja, ja. Deswegen nochmal aus der Stadt raus, weil dann... Ja. Ja, also das ist so verrückt, ne? Also auch wie ein Casimir Nolan sind die mir hinterher. Das ist so krass. Ich hab den Nolan, habe ich mal in PD gesehen, der wollte sich da irgendwie beschweren über Isabella. Also da war auch irgendwas. Ah, siehst du, da wollte der hier noch ans Bein pinkeln, ne? Ja, aber da bin ich nicht so viel mitbekommen, nur so ganz am Rande was. Hm. Ja, wahrscheinlich wollte er die loswerden, ne? Weil die haben mich gezwungen, tatsächlich, also natürlich nur telefonisch, dass ich meine Aussage ändere und dass ich gleichzeitig eben da mich dann raushalte aus allem. Und natürlich habe ich es nicht getan, weil es war ja nur Spekulation. Ne? Und die wissen meinen Namen, die wissen alles gerade gefühlt. Deswegen bin ich in einem Safehouse untergekommen für niemanden. Also Safehouse. Es ist kein Safehouse, es ist angemietet, aber für mich ist es gerade ein Safehouse. Okay, aber irgendwie jetzt noch Probleme mit irgendwelchen aus dem SD hast du nicht, wenn wir hier gerade im Norden unterwegs sind. Probleme mit was? Also, dass irgendjemand aus dem SD noch mit denen gut ist und man irgendwie Angst haben müsste. Shaw? Oder was meinst du? Nee, von den Vakarians und Sanders. Ich habe die Frage nicht verstanden. Vielleicht ich glaube, die im PD, im SD noch Kontakt haben, wo man aufpassen müsste. Das ist genau der Punkt. Also, ich bin mit Dupont gerade dran, die korrupten Leute zu finden, weil es müssen noch mehr sein. Und deswegen arbeite ich gerade mit ihm so ein bisschen zusammen, beziehungsweise ne, ich versuche das herauszufinden und ihm das weiterzuleiten, wenn der wahrscheinlich für sich da sucht. Weil ich weiß, ich vermute, dass es mindestens eine weitere Person gibt. Und Mike Sanders war die erste Überraschung, weil Robert Shaw sich beschwert, dass sein Kontakt ins SD weggebrochen ist. Und somit hat das Italy zumindest ins SD keinen Kontakt mehr. Ja, zu SD vermutlich clear. Das heißt, wir sind hier im Norden besser unterwegs. Wobei, ich glaube, dort haben sie auch ein bisschen Kontakte gehabt, hast du ja gemeint. Ja. Ey, wenn jetzt eh wahrscheinlich nirgends anhalten, großartiger so. Ja, ja, alles gut, alles gut. Es gab halt auch den Punkt, so ein Barney Mirbaum hat versucht, die Scarlet Teasdale, hab ich dir schon mal von ihr erzählt, ja, ne? Ja, von Alice Moments. Genau, die Chefin. Also es war so, als diese Kundlautbarung da vom Mission Rover hat der war Aiden Jackson da, also wie gesagt, der im engsten Zirkel von Napier ist und Barney Mirbaum da und Barney Mirbaum hat sich erkundigt, ob das Scarlet ist und so weiter, der wollte an sie rankommen die ganze Zeit und daraufhin, als sich diese ganze Traube dort aufgelöst hat, ich war ja nicht anwesend, ist Aiden Jackson eine Gasse abgebogen. Barney Mirbaum hat zur Scarlet gesagt, komm bitte mit. Ich bringe dich dann und dahin. Und tatsächlich ist er ihm hinterhergerannt in die Gasse. Und Scarlet vermutet, dass die beiden sie ausfragen wollten, wo ich bin, was ich mache und so weiter. Weil das traut er eben zu natürlich. Ne? Ja, das kann natürlich sein, wenn sie ja nicht rankommen wollen, dann versuchen sie jeden Kontakt, den irgendwie bekannt ist zu dir. Richtig. Dementsprechend habe ich alle Kontakte gekappt zu der Zeit und du bist jetzt, wie gesagt, die Erste, mit der ich mich, außer Scarlett, die mich ja die ganze Zeit mit Infos zuschüttet, was die Italiener gerade machen und Dupont, die Einzige, bei der ich mich gemeldet habe. Ich überlege gerade im PD, also die technisch wissen halt, also Isabella wusste ja, dass ich mit ihr Kontakt hatte. Mhm. Dupont wusste es ja, weil ich ja da Vermittler war am Anfang. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass wegen Isabella es Marcel und Mike genauso wussten. Weil die hat ja geredet wie ein Wasserfall.
Und das ist das, was mich am meisten nervt. Aber ja, das ist doof. Das heißt, ich muss bei denen auf jeden Fall jetzt alle vorsichtig sein, weil die vermutlich alle unter einer Decke stecken. Deswegen, wie gesagt, Dupont ist halt hinterher. Also der hat auch gesagt, wenn was ist, ruf an, sofort, ich hole die Kavallerie und so weiter. Ne? Das ist halt echt verrückt. Rein aus Interesse, das Gespräch heute beim PD, das lief gut? Ich bin demnächst Kollege. Nee, demnächst heißt? In zwei Wochen spätestens. Zwei Wochen spätestens, okay. Bis dahin halte ich es auch noch aus. Aber mit Dupont ist auch schon abgeklärt, dass man mich dann besser schützen kann. Ja, das wird schon mal ein bisschen was bringen. Ja. Ich schaue dann vor allem mal anfangs, wenn die aktive Bedrohungslage ist, dass man noch schaut, dass du irgendwie in Streifen kommst, wo halt irgendwo so fähige Kollegen drin sind. Auf jeden Fall. Zumal, wenn, ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn irgendjemand in diesen zwei Wochen erfährt oder auch in den ersten vier Wochen erfährt, dass ich beim PD arbeite, dann ist irgendjemand im PD noch dafür zuständig, dass die Infos gesteckt werden. Weil ich erfahre das immer. Das ist ja das Verrückte. Ich erfahre das immer, wenn irgendwas passiert. Bei denen, wenn die irgendeine Info über mich haben. Und das ist halt, die passen halt nicht auf. Die sind halt, die fragen zu viel rum. Mann. Halt immer ein bisschen mit Sorgfalt seine Infos. Also von dir die Infos, wo du mir gegeben hast, der größte Teil ist nur bei mir geblieben. Also ich habe so die, wie gesagt, halt vom Social Center, was ja besprochen war, ein Gang wurde ein bisschen was weitergeleitet. Super. Aber zum Beispiel das Gespräch, zum Beispiel, wo du mit Trippy im State hast, das ist auch nur, weil ich weiß, wenn da irgendwie ein Lag im PD ist, dass Trippy den Leuten sagt im Social Center, ja, entweder ihr eckt uns sozusagen oder es passiert Scheiße. Mhm. Dann weiß der ja genau, wo das herkommt. Genau, und deswegen, ich wusste immer, dass ich dir vertrauen kann. Deswegen hatte ich auch so sporadisch mit dir den Kontakt gehalten, damit du weißt, dass ich am Leben bin. Ja, aber wollte das erstmal verhindern, weil Dupont hat auch gesagt, hey, erzähl's bitte nicht weiter und so. Ja, nicht, dass du irgendwann mal, oder nicht, dass die anderen Probleme bekommen oder du irgendwann ein Problem bekommst. Also wir haben noch ein bisschen halber Tank, aber ich tank trotzdem mal, man weiß ja nie, was los passiert. Mhm. Ruf mal kurz die Dupont an. Ach, der ist natürlich nicht erreichbar. Uah. Hilfe. Ja, hallo? Hallöchen. Oh, ich störe gerade. Nee. Wollt nur anrufen, fragen, ob alles in Ordnung ist. Ah, ja, sicher. Bei dir? Ja, also ich bin genommen worden. Das kann ich dir sagen. Das ist Surprise. Wer hätte das gedacht? Und ja, auf jeden Fall, falls du irgendwann die Info bekommen solltest, dass ich im PD arbeite, dann bin ich sehr heiß auf diese Info, weil dann hat jemand gelabert. Denn es waren viele Leute zur Bewerbung und ich habe keine Ahnung, wer die Leute waren. Okay. Deswegen. Ach stimmt, die machen ja immer so Gruppendinger, ne? So Termine. Also ich habe halt grundsätzlich viele Leute gesehen, es war viel los. Ja, ich werde mal die Ohren offen halten. Genau. Genau, aber nur damit du weißt, wenn irgendwas ist, die Leute haben mich erkannt, weil ich in typischer Kleidung da war, logischerweise. Mhm. Genau, wollte ich dir nur Bescheid geben. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. Und ja, wollte ich dir nur Bescheid geben. Mhm. Okay, alles klar. Sehr schön. Mach dir noch einen schönen Abend. Genau, und wenn was ist, dann ruf an. Mach ich, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Okay, gut. Wollte ich nur geklärt haben. Ja, deswegen. Also. Es war ein Bewerbungstag, ist immer viel los. Ja, also es war auch davor viel los. Da fuhren unglaublich viele Autos vorbei. Und ich habe auch teilweise gedacht, ui, wenn da jetzt jemand drin sitzt, der mich sieht, ist nicht so cool, aber gut. Ja.
bin gut davon gekommen. Ich habe auch aufgepasst, dass mich keiner verfolgt, gerade zu dem Haus. Hab ein anderes Auto gerade. Ist immer gut. Deswegen habe ich mir auch den Mesa hauptsächlich cool, dass ich auch mal ein Auto habe, falls ich mal eins brauche, dass man halt nicht mit mir verbindet. Na, genau. Mein Foto ist halt schon auffällig. Ja, schon extrem. Ja, ja, ich habe halt auch meinen Kollegen da vom Haus stehen lassen, damit die denken, ich bin die ganze Zeit zu Hause. Eine schöne Flucht angetreten. Achso. Muss ich die Pont auch mal sagen, dass ich da im Moment im Safe bin. Tja, bald PD-Dienst. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin auch gespannt, wie es wird dann mit dir als Kollegen. Ja, ne? Mhm. Ich überrede erstmal alle, dass sie die Waffen verlassen. Nein, Quatsch. Ja, wenn man alles, wenn man es friedlich klären kann, wieso sollte man nicht? Ja, eben. Das oberste Gebot. Ich hatte mit Captain Palmer ein wunderschönes Gespräch darüber, dass man als Priester genauso bespuckt wird wie als Polizist. Hab ich gesagt, du, es trifft mich genauso. Ist wirklich anstrengend. Nur anders, ne? Also man wird nicht gleich geprügelt oder so, sondern... Was? Ja, das ist... Ja? Die Dienste sind nicht so einfach. Ich glaube, das hast du gar nicht mitbekommen, wenn ich so viel Kontakt hatte. Ich bin inzwischen Officer 2. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und auch schon wieder 2 Wochen her ungefähr. Ach, schön. Ich bin auch noch auf dem Weg, wieder jetzt die Module machen für den nächsten Rang. Soweit ich jetzt mitbekommen habe, mein Ziel so Richtung Sergeant zu gehen, scheint auch nicht so abgelehnt zu werden von den... Oh, das ist gut. Kollegen. Das klingt super. Ist immer so die Sorge, die man dann hat. Geht's weiter, geht's nicht weiter, ne? Ja, und gestern habe ich dann eventuell noch ein bisschen was... Ich war gestern mit meinem Chief unterwegs. Mhm. Ich habe nochmal so gefragt, mit meinem Ziel, ob die noch gleich sind. Ich so, ja, Sergeant immer noch. Und dann, ja, was ich halt noch überlegt habe, ist, vielleicht ACU irgendwann, also Air Support, Heli fliegen. Mhm. Weil ich aktuell nicht weiß, ob ich mir das zutrauen würde. Und dann später am Abend so, ja, jetzt machen, jetzt darfst du erstmal Co-Pilot sein. Vorbereitung für ihre ACU-Karriere. Und ich denke mir so, what? Ja, wunderbar. Weil das ist auch, was ist, kann man halt frühestens auf Officer 3 anfangen. Ja, das ist ja aber super, ne? Das wäre ja mal eine coole Sache, wenn das so klappen würde, ne? Ja, ich bin halt gespannt, ob ich mir das dann wirklich dann zutraue mit, ich sag mal so, Heli fliegen, ja, kann ich mir auf jeden Fall irgendwann zutrauen, aber dann halt im PD-Dienst, das ist nochmal... Mhm. Vor allem in aktuellen Zeiten, dann überlegt man sich's auch nochmal. Mhm. Mit diesen ganzen Einsätzen, wo wir haben, wo jetzt nicht so Standard sind. Ach Gott. Aber das ist Air Support, ist natürlich auch was Tolles. Also es macht schon Spaß, in der Luft zu sein, nur weiß ich halt nicht so, ja. Was machst du dann da größtenteils in der Luft? Wieso steht hier ein Motorrad? Wir fahren weiter. In der Luft ist es halt allgemein, wenn man irgendwo von oben ein Gebiet absuchen muss, zum Beispiel bei vermissten Personen. Mhm. Oder Verfolgungsjagden unterstützen. Ja, von oben hat man halt alles, wo man einen guten Überblick braucht eigentlich. Ah ja. Das ist umso besser, da musst du halt viel funken wahrscheinlich immer, ne? Man ist ja selten alleine drin. Also eigentlich hat man ja, wie im normalen Auto, meistens einen Funker neben drin. Mhm. Und auch die besten Strecken geradeaus. Oh ja, du. Staudamm. Ui, ganz schwierig. Ja, ich bin auch gerade gedacht, vor allem hier ist... Ich glaube, inzwischen ist nicht mehr so häufig PD hier. Ich denke nur gerade, fahren wir dann Richtung Freeway weiter oder Richtung East. East Alice ist halt immer so auffällig, wenn man da rauskommt. Links runter meinst du? Ja, links runter, da kommt man ja direkt bei der Brücke bei in der Nähe vom Ellis raus. Ah, Und rechts kommt man beim East Highway raus. Dann lassen. East Highway ist auffälliger, meinst du? East Highway ist halt beides recht. Beim einen kommt man beim East Highway bei diesem Wasserwerk daraus, beim Checkpoint. Mhm.
Von links kommt man halt bei, ja, nee, vom Ellis raus, Aeropark. Ja, dann fahren wir zum Richtung Ellis, da sind wir erstmal vom Schotterweg weg. Und das ist ein bisschen übersichtlicher. Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, ich fahre immer so halber noch Streifen nebenbei. Ja du, alles gut. Ich werde es mir auch angewöhnen, na Quatsch. Man fährt halt einfach so die Routen, die man eh auf der Arbeit oft fährt. Aber ich versuche halt aktuell alles, was so Sackgasse ist, zu meiden, falls dann doch irgendwie... Ich denke, nach der ganzen Strecke wäre uns aufgefallen, wären wir verfolgt worden. Ja, das wäre uns extrem aufgefallen. Außerdem, naja, die müssen uns ja erstmal finden, ne? Genau das. Das ist am Ende Auto, das wo man keinem von uns zuordnet. Das sind zweitens, das ist eine Millionenstadt, hier sind so viele Autos unterwegs. Ja, vor allem Mesas gibt es gefühlt 10.000 Mal, dass ein günstiges Geländeauto ist, das haben wir so viele. Hm. Ja, Mensch, aber übrigens wirklich sehr, sehr schön, dich wiederzusehen, ne? Das war jetzt schon sehr lange her. Ja. Wie gesagt, ich hab mich versteckelt, ne? Na, kann ich verstehen. Das ist bei so einer Situation, man erstmal ein bisschen den Kopf unten hält. Ja, extrem, extrem. Das Beste war nochmal Payne, Officer, also, oder, Officer Sergeant. Payne? Sergeant Payne. Mittlerweile. Der hat mich vor kurzem mal angerufen, brauchte einen Hochzeitsredner. Und ich nur so, ne, das ist der schlechteste Zeitpunkt, weil ich dachte, von dem geht ja, ne, so, dem traue ich gar nicht zu. So, ne? Also, dass er irgendwie mit komischen Machenschaften irgendwas zu tun hat. Der war mir auch recht sympathisch, muss ich zugeben. Und es war halt so, dass der mich natürlich fragt. Ich habe gesagt, ey, du darfst meinen Namen nicht erwähnen, weil das Problem ist, er wird jetzt natürlich andere Leute fragen. Hey, ich brauche Hochzeitsredner. Ich habe den Foreman schon gefragt. Ich denke mir nur so, ich habe das nur bildlich vor Augen gehabt, weißt du? Ja, okay, Payne ist jemand, der quatscht viel, aber eher unbeabsichtigt. Richtig. Und deswegen habe ich ihm gesagt, Ruhe. Beim also. FD auch alles ruhig. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie viel du aktuell gerade verfolgst mit in der Stadt, ist es ja. Das ist der Horror, ich hab's schon gesehen. Ne? Wie gesagt, an dem Tag, wo die Geiselnahme bei der Bank war, war ich ja auch im Dienst. Da war ich aber eher weg vom Schuss, das war. Okay. Nachhinein war man froh drüber. Im Moment selber dachte man so, ich will helfen. Das glaube ich sofort, Homer. Vor allem habe ich dann noch mit zwei Leuten, wo da in der Bank waren, nicht die Geschädigten, sondern die, wo da die Scheiße gebaut haben. Oh. Also mit einer von denen durfte ich reden längere Zeit. Das war, weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist so eine Mischung aus faszinierend und in einen dunklen Abgrund schauen. Verstehe ich sehr gut. Verstehe ich richtig gut. So Straftäter, gerade wenn sie halt ein übergeordnetes Ziel haben, die sind unglaublich faszinierend, weil die nur fixiert darauf sind, ne? Und alles dafür tun würden, dass sie es am Ende ja durchziehen. Ja, also die Dame war halt wirklich sehr interessant. Das war so, die Denkweise allein von ihr war. Und so. Sobald du im BD bist, können wir da ein bisschen mehr drüber reden. Habt ihr sehr viele Notizen gemacht bei dem Gespräch im Nachhinein? Glaube ich sofort. Das war halt die zweite Person, habe ich ja auch noch eine Chance gehabt, ein bisschen mit der zu reden. Das war halt so ein bisschen das Gegenteil. Also die eine war halt so, die eine Person war halt so viel reden, man dann nicht weiß, wie viel Lüge und Wahrheit ist. Mhm. Die andere Person war immer sehr vorsichtig, hat auch hinterfragt, so scheinbar unschuldigen Fragen von mir, hat die Person direkt hinterfragt. Mhm. Bei mir halt einfach darum ging, so kleine, unnütze Informationen, die man vielleicht in einem Verhör verwenden kann, rauszufinden. Ja, das stimmt. Was immer sehr, sehr gut funktioniert bei Verhören, ist alles zu verbalisieren. Bedeutet, du hast ein Gespräch und dann sagst du immer, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollten sie, was auch immer. Und die Leute, die das hören, die fangen an, sich sehr, sehr gerne zu korrigieren. Also, ne, weil du wiederholst ja du das, was du gesagt hast, und die korrigieren das, was du gesagt hast. Und dann weiß man meistens, wo die Wahrheit dann steckt.
Also das Verhör, also Verhör selber war es halt nicht, das waren also Gespräche vor den Verhören, vor die Detectives mit denen geredet haben. Also, wo ich halt die Chance halt genutzt habe, um so für mich halt so ein bisschen im Nicht-Verhör-Setting Informationen zu gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, genau, meine ich halt. Also Verhören muss es ja nicht sein, es kann ja auch ein einfaches Gespräch sein. Deswegen. Aber das ist interessant zu hören, dass man dann noch, dass du da ein Gespräch hattest mit den Leuten. Das war, wie gesagt, das war halt so eine Mischung aus irgendwie so das, wirklich das Interesse, was treibt eine Person dazu, sowas zu tun. Und dann so diese, ja, das muss so irgendwie, man kann sich das so gar nicht vorstellen. Also ich wurde von der einen Person gefragt, mit so, ja, ob ich jemals jemanden entführt habe. Und ich so, es wird einfach so nonchalant einfach so, wäre es das Natürlichste der Welt, dass jeder mal jemanden entführt. Und man denkt so, nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Ja. Das ist schon verrückt. Ne? Man muss sich halt auch überlegen, was für ein Geist es sein muss, dass die Person es für richtig hält, jemanden zu entführen und dadurch etwas Gutes zu verbinden. Ne? Oder damit etwas Gutes zu verbinden. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass es... weiß nicht, also weiß, es kann Freude für sich selbst sein und es kann Freude, also Freude an der Tat haben. Oder halt eben ein übergeordnetes Ziel sein. Und ich glaube, wie hießen die nochmal? Wie haben die sich genannt? Das. Also, erster Name, was ich gesagt haben, war das Kollektiv. Oh, ich bekomme ganz kurz einen Anruf. Ja. Foreman. Wunderschön, Mr. Foreman. Morris, mein Name von der Staatsanwaltschaft. Ah, ich grüße Sie. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, wenn Sie sich noch erinnern, oben in der Staatsanwaltschaft haben wir ein schönes Gespräch geführt. Ja, natürlich. Genau, ich melde mich tatsächlich in Vertretung für Mr. Dupont, der heute wirklich sehr eingebunden ist und das so gesehen dann mich ein bisschen weitergetragen hat, weil ich ja auch mit dem Fall Staatsanwalt Haupt involviert bin. Und ja, ich hoffe, ich kann auch Ihr Anliegen so gesehen da ein wenig ja, Ihnen dabei helfen oder was auch immer Sie. Was der Grund für Ihren Anruf war. Ich glaube, der Punkt war, Sie hatten mich angerufen. Ich glaube, ich weiß sogar, um was es ging. Ja. Es ging nämlich darum, ich hatte mich bei Ihnen beworben. Muss aber jetzt tatsächlich von der, erstmal von der, also Bewerbung jetzt bei Ihnen im DOJ erstmal quasi Abstand nehmen, weil ich eine andere Bewerbung angenommen habe. Das war, weswegen ich beim DOJ angerufen habe vor kurzem. So, bezüglich Depot war es einfach, ich sollte heute eigentlich mit ihm heute einen Termin haben. Ja. Und das war, glaube ich, dann auch mit ihm. Und ich weiß nicht, um was es konkret ging, deswegen. Und das hatten wir gestern eigentlich ausgemacht, aber dann habe ich mich schlafen gelegt. Und ja, er hat gemeint, wir sollten demnächst bei der Staatsanwaltschaft dann da ankommen. Verstehe. Also hat man mit Ihnen so gesehen Termin ausgemacht und nicht Sie mit Mr. Dupont. Mr. Dupont hat mit... Wir haben beide einen Termin machen wollen, aber das hat nicht ganz geklappt. So, nennen wir es so. Okay. Ja. Gut, also den, ich wüsste, also den Anlass, warum Mr. Dupont noch mit Ihnen reden wollen würde, könnte ich jetzt nicht genau wiedergeben. Das ist okay. Ja. Deswegen könnte ich jetzt nur in Vertretung für ihn mit Ihnen über ein Anliegen sprechen, was Sie vielleicht noch hätten. Also tatsächlich nicht. Mir geht es gut und ich habe bisher jetzt nichts Großartiges, ja, was mich großartig bedrücken würde. Ich überlege gerade nur, Moment, irgendwas hatte ich, glaube ich. Lassen Sie mich nur ganz kurz gucken. Ach, klar. Ein paar Notizen, das ist Wahnsinn. Nee, das hatte ich ihm schon erzählt. Nee, das hatte ich ihm jetzt schon. Ich hatte ihm alles schon soweit erzählt. Es ging nur noch um seine, um die Sache mit ihm über und den Termin. Ja, tatsächlich. Gut. Ja, müssen wir einfach warten, bis er sich dann meldet. Alles klar. Ja. Genau, also diese, wir hatten glaube ich, das Gespräch so beendet, dass Sie noch eine SMS an dem Mr. Jin schreiben wollten. Was ist dabei rumgekommen? Ich habe ihn tatsächlich nicht mehr geschrieben. Er hatte mich noch angeschrieben. Ja. Und hatte mir, ich glaube, 2 Nachrichten geschickt. Ich hatte, wie gesagt, nicht mehr darauf geantwortet, weil sich meine Situation verschlimmert hatte. Und ich aktiv gesucht werde von ein paar Leuten. Oh. Also da werden halt auch Leute im näheren Umfeld bedroht und so weiter.
Das ist nicht schön, das stimmt. Ja, und deswegen habe ich mich bewusst bedeckt gehalten und ihm nicht geantwortet, um die Situation nicht noch schlimmer zu machen. Ja, was hat er genau geschrieben? Er hat mir geschrieben, ich habe gerade von Mary erfahren, also von seiner Freundin, dass du denkst, dass ich mit Kasimir gemeinsame Sache mache. Ich habe von ihr auch erfahren, dass es darum ging, dass ich dich bedrohen wollte, dass du die Aussage zurückziehst und du verwirrt sein sollst, ob dein Name nun genannt wurde oder nicht. Und ich habe gedacht, dass ich dir das während dem Telefonat schon klar gesagt habe, aber ich war, nachdem ich kurz vor dem Urlaub war und dann diesen komischen Anruf bekommen habe, super verwirrt. Übrigens, ich wundere mich, warum er so viel weiß, dass ich... ich habe ihr und seiner Freundin nichts erzählt. Nur ein, zwei Happen, dass ich halt grundsätzlich den Kontakt einschränke. Dann ging es weiter. Also wenn es damals nicht richtig rübergekommen ist, Doppelpunkt, Kasimir hat mich gefragt, ob ich einen John kenne, weil ein Kollege von ihm, in Klammern Meriwether, meinte, dein Pfarrer Gerüchte über ihn verbreite und sein Name eventuell John sei. Ich habe daraufhin zu ihm gesagt, dass ich ihm nicht sagen möchte, wer es war, der diese falschen Informationen über ihn weitergibt. Und wie ich damals schon sagte, Kasimir arbeitet für Meriwether, was zu der besagten Person gehört. Also in dem Fall West Italy. Ich dachte, du hast die Aussage gegenüber Kasimir nur dem PD gegenüber wegen mir erwähnt, weil du eventuell das falsch verstanden haben. Wie lang das geht? Ja, merk es. Also, er versucht sich nur zu rechtfertigen die ganze Zeit. Schon konntest du das direkt dieser Person gehört, was meines Wissens nach falsch ist. 100% sicher bin ich mir da nicht, dass meine Aussage falsch ist. Allerdings finde ich, dass wegen dem, was ich gesagt habe, sollte er nicht verurteilt werden. Na gut, das ist auch eine mutige Aussage. Das, was ich Kasimir damals gesagt habe, war, dass ich Informationen an einen Pfarrer weitergegeben habe, aber deinen Namen habe ich nicht genannt. Und deshalb war ich auch so verwirrt, weshalb ich einen Anruf bekommen habe, ob ich eben einen John kenne. Das widerspricht sich alles, wie Sie merken. Ja, das stimmt. Es ist Quatsch. Also im Grunde genommen will er sich nur rechtfertigen, dass das, was er gesagt hat, nicht stimmt. Und dieser Kasimir Nolan einfach grundsätzlich nicht diesen Kontakt hätte und das nie behauptet hätte. Auch nicht zu ihm anscheinend, obwohl er es mir ja so gesagt hat. Und dass er die ganze Schuld auf sich nimmt, dass er das gesagt hatte und das eine Unwahrheit ist, aber er sich nicht ganz sicher ist, ob das eine Unwahrheit ist. Das ist die Kernessenz, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sehr verwirrend auf jeden Fall, was er so von sich gibt, das stimmt. Es folgt gar keinen wirklichen roten Faden. Ja. Also, ich kann Ihnen auch sagen, es kann sein, also das mutmaße ich natürlich jetzt nur, dass er natürlich massiv unter Druck gesetzt wird. Ne? Und das wäre halt, ich sag mal so, ich persönlich habe jetzt da nicht wirklich eine große Involvierung, also eine emotionale Involvierung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der da ja einfach nur komplett Angst hat auch, ne, gerade. Aber diese Aussage, so wie er sie mir gesagt hat, würde ich persönlich jedes Mal wieder so äußern, dass er meint, dass da Kontakte bestehen zwischen diesem Kasimir und Napier. Ja, also das schon. Ist also, das sowas auszusagen, ist natürlich schon eine Bedeutungskraft, der deutlich. Ja. Ja, genau. Also, das ist nicht so einfach zu rechtfertigen. Ja. Genau, also ich kann Ihnen auch sagen, ich weiß nicht, inwiefern Sie Mr. Dupont da involviert hat, aber ich würde es Ihnen trotzdem gerne mal sagen. Ja. Es ist so, dass ein Robert Shaw mich sucht. Aktiv. Und ich sag mal so, das hat damit zu tun, ich habe mich mit einem Officer mal unterhalten und da fielen so Aussagen wie, naja, dass Robert Shaw der Tätowierer von Aiden Jackson sei und dass das Human Labs das Tattoo Land in Palito dann mit Material versorgt und so weiter. Die Aussagen habe ich größtenteils nicht selbst getätigt. Meine Frage war lediglich nur, heißt das also, dass Robert Shaw der Tätowierer von Aiden Jackson ist? Mehr war meine Frage nicht. Und das hat die anscheinend entweder so aufgeschreckt oder sonst was, dass die wirklich bisher Leute fragen, ob die mich kennen würden, was ich so tun würde, alle Informationen von mir abzugreifen. Und die sind da auch tatsächlich mit maskierten Leuten aufgetaucht, haben Leute gesucht. Also das ist ganz skurril.
und deswegen bin ich gerade ein bisschen untergetaucht. Ja, das bringt natürlich nochmal neue Namen ins Spiel, das stimmt, ja. Mhm. Aber das habe ich ja schon mal von gehört. Vielleicht mit Malcolm Sanders in Bezug. Richtig, richtig. Also das war auch eine Info, die ich bekommen habe. Robert Shaw soll unfassbar sauber sein, dass er seinen Kontaktmann ins SD verloren hat. Also das war so die Aussage, die ich noch mitbekommen habe von ein paar Leuten, dass er das immer wieder mal erwähnt hatte. Ja. Genau. Also so ist die Situation zurzeit. Ja, ich würde schon sagen, dass sie sich dann doch, also wie sie jetzt sagen, ein bisschen in Gefahr befinden. Ordentlich, ja. Ja. Also genau, das ist übrigens, das nur zur Vollständigkeit halber, ich wurde heute beim PD auch genommen, ne? Da schon mit Mr. Dupont drüber gesprochen. Deswegen nehme ich auch meine Bewerbung im DOJ zurück. Die hatte ich dann so mehr oder weniger getätigt, wo ich mir gedacht habe, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht wohin mit mir. Ja. Genau, aber da werde ich demnächst eben auch anfangen zu arbeiten. Bedeutet also, dass ich da ja hoffentlich im Dienst dann erstmal meine Ruhe habe, soweit. Aber wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen, ja, immer so ein Würfelspiel. Man weiß nie, ob die Leute dann doch noch hinter einem her sind. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das Interessante ist, das kann ich Ihnen aber auch sagen, ich werde sie sehr schnell erfahren, wenn Aiden Jackson oder Robert Shaw weiß, dass ich im PD angestellt bin. Weil das wird er direkt zu den Leuten tragen und ich erfahre das wahrscheinlich als Erster. Interessant, ja. Okay. Gut, also bezüglich der Thematik, dass ich überhaupt mal so gesehen habe, bin ich nicht für zuständig, bin nur ein arbeitender Staatsanwalt, das müssten Sie damit da. Ja. Also einfach eine Mail würde reichen dann. Okay, mache ich. Kein Problem. Dann an welche E-Mail-Adresse am besten? Ich würde vorschlagen General Office. General Office, okay. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich wollte Sie damit jetzt auch nicht belasten, sondern das war... Alles gut. Ja, kein Problem. Da weiß ich aber bezüglich dem Fall jetzt noch Bescheid. Und dann, ich denke, das wird unabhängig davon dem Termin mit Mr. DuPont sein. Ich werde ihm das auch nochmal so weitertragen. Er ist aktuell sehr eingebunden in große Fälle. Mhm. Deswegen, ja, habe ich das jetzt einfach mal übernommen heute. Ja. Deswegen also, sollten Sie, ja. Ich wollte nur sagen, die Info hat er halt schon erhalten, aber ich habe sie ihm nochmal gegenüber geäußert. Einfach nur, damit Sie auch im Bilde sind, weil Sie ja mit mir jetzt schon einmal gesprochen hatten. Das ist gut, dann ja, bedanke ich mich für die Information. Sehr gerne. Nennen, in Mehrzahl. Und wie gesagt, dann kann sich ja nochmal mit Mr. DePone kurz schließen. Ich werde ihm das soweit mitteilen, der wird sich dann bei ihm melden. Ja, super, da würde ich mich sehr freuen. Gut, super, dann, vielen lieben Dank. Haben Sie sonst noch irgendwas? Nee, ich im Moment nicht, nein. Okay, sollte sich das ändern, können Sie auch jederzeit. Ja, können wir jederzeit einen Termin vereinbaren. Machen wir auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für das Angebot und ja, auch für das offene Ohr nochmal. Ja, sehr gerne. Dann für Sie einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf. Ebenso, passen Sie auch auf sich auf. Tschüss. Danke, tschüss. Okay, hat sich vertagt jetzt. Entschuldige das lange Telefonat. Kein Problem, ich habe einfach ein bisschen Pre-Rain und Zeit geübt, wie man da fährt. Ja, ich habe mit dem Staatsanwalt Morris gesprochen gerade, deswegen. Hast ja die ganze Geschichte gehört, ne? Warum ich da verfolgt werde und was los ist. Ne? Nochmal. Und ja. Ich hatte mich tatsächlich aus Jux und Dollerei, weil mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen ist, ne? Habe ich mich halt beim DOJ beworben, weil ich dachte, boah, vielleicht wird das alles nix. Und was, wenn nicht? Was machst du dann? Und so, ne? Und dann hatte ich mich da einfach beworben. Ja, wenn man wirklich nichts zu tun hat, dann fällt einem die Decke echt auf den Kopf. Ja. Weil das Problem ist, ich sitze halt wirklich nur zu Hause und ey, ich habe teilweise 2 Wochen, glaube ich, das Sonnenlicht nicht gesehen. Also, so, ne, ich bin gar nicht rausgekommen. Das würde ich nicht aushalten. Ja, das Problem ist halt, es kamen jeden Tag neue Informationen. Und diese regelmäßig neuen Informationen haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, bleib zu Hause, denn du weißt nicht, was die jetzt noch vorhaben. Ja, das ist wirklich so ein, ja,
einerseits man will raus aus der Bude, weil es der keinen auf den Kopf hält, aber andererseits denkt man sich so, ist sicherer, wenn man drinnen bleibt. Ja. Das ist es. Ja. Wenn man immer bekommt, dass so viele Leute irgendwie im MD jetzt nicht so ganz sauber waren, denkt man sich auch so, ja. Ja, okay, so. Ich schreibe gerade ganz kurz ins General Office, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hatte mich vor kurzem bei Ihnen beworben, möchte meine Bewerbung nun zurückziehen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Mühen, mit freundlichen Grüßen, John Foreman. Ich weiß gar nicht, wann ich mich mal beworben habe. Das sieht man ja nicht. Ich glaube, die haben es auch über dieses Formular da auf Venture, oder? Genau. Wie das PD. So. Aber ich bin da dem guten Mann sehr dankbar, dass er da... Ist ein guter Anwalt. Ja, also, genau. Und das Problem ist halt, wenn dich die halbe Insel gefühlt verfolgt, dann, ne? Und du denkst, fuck, die laufen da maskiert rum oder was auch immer und... suchen Leute, die mit mir irgendwie in Kontakt stehen und sagen, wo ist der Typ und so weiter. Da weißt du ganz genau, die wissen erstmal alles über deinen Bekanntenkreis. Und ja, zweitens weißt du auch ganz genau, dass die es ernst meinen. Ich bin gespannt, wann du in PD kommst und wie viel gerade noch bei uns los sein wird mit gewissen Dingen. Und dann bist du auch nochmal so ein neue Informationsflut nebenbei noch. Das ist aktuell echt viel los. Ja, eben. Ja, aber wie gesagt, solange ich am Ende des Tages meine Ruhe habe, also, ich sag mal so, wenn die Leute endlich Abstand von mir gewinnen, ja, oder das vielleicht auch sein lassen oder sich das vielleicht nochmal anders überlegen, ja, dann... Ich meine, weißt du, so einem Staatsanwalt kann man sehr gut trauen, so hoffe ich, ne? Sind ja nicht umsonst da, wo sie sind. Ja, es ist, ich finde es halt aktuell schwer mit Behörden vertrauen, weil man aktuell so viel Scheiße mitbekommt. Ja. Genau, ich habe ja auch so meinen MD-Psychologen nicht, auch so kann ich denen vertrauen. Weiß ich auch so, ja. Es sind halt auch Leute im MD, wo du dir manchmal denkst, also da haben jetzt zum Beispiel, da hat die Ex von Evan Anderson jetzt angefangen zu arbeiten und ihre beste Freundin. Und die haben ja auch Dreck am Stecken ohne Ende. Also nicht Dreck am Stecken, aber die haben auch Probleme, verstehst du, was ich meine? Und das Problem ist, wenn du solche Probleme hast, dann hast du immer einen großen Nachteil, du bist immer erpressbar. Das ist. Man muss halt immer schauen, wer wie viele Informationen hat. Also. So, es gab jetzt neulich eine Information in dem PD, die über Funk durchgegeben wurde, die ich halt so absolut nicht haben wollte, wegen der aktuellen Situation im Funk. Mhm. Wo eventuell meine seit kurzem bestehende Beziehung. Mit wem kenne ich ihn? Ist jemand aus dem PD? Du hast gesagt, du. Ja, das ist eine lange Geschichte, lange Geschichte. Nora, Lange Geschichte. Ich war auch deswegen in einem Psychologengespräch wegen dieser ganzen Sache. Was? Ja. Meine Psychologen mussten sich meine Liebesprobleme an. Also ich habe sogar zwei, ja, weil irgendwie gerade noch ein Trainee bei mir dabei ist. Die halten es nicht allein aus. Nee, ich habe bei mir noch so ein Trainee dabei und der Trainee durfte sich da meine Liebesprobleme anhören. Ja. Oh. Dann hat man es offiziell angemeldet und dann wurde es erstmal im Funk durchgegeben. Ich denke mir so, ja, das ist eine Info, wo ich aktuell nicht im Funk haben möchte. Vor allem, weil man halt nicht weiß, ob im PD auch noch Leute drin sind, die reden. Eieieiei. Ich glaube, es haben nicht so viele mitbekommen, weil nicht so viele zu tun seit dem Dienst waren. Das war noch recht früh. Ja. Eieieiei. Und ja. Aber ich glaube, wenn du daran, dass ein bisschen ein Rangunterschied besteht, das ist natürlich auch nochmal extra unangenehm. Und das halt, wir wollen es eigentlich beide so ein bisschen mal angemeldet, aber unterm Radar haben. Weißt du was? Sei einfach glücklich. Das ist doch das Entscheidende.
Also es trotzdem musste nicht im Funk durchgegeben werden. Vor allem wir haben so, nach dem Motto, wir sind unterschiedliche Departments und so, ja, okay. Welcher Chief wird das eher durchfunken? Dann haben wir eigentlich auf seinen Chief gesetzt und dann war es mein Chief, wo es durchgefunkt, Assistant Chief, wo es durchgefunkt hat. Eieiei. Aber wie gesagt, ich würde eher sagen, ja, es ist doof, aber ich denke auf der anderen Seite, die meisten haben es überhört. Ich habe ein paar Glückwunsch-SMS und Kollegen bekommen. So, ja, Glückwunsch zur Beziehung. Ja, danke. Es ist so, als ob du ein Kind bekommen hättest, meine Güte. Du weißt so, herzlichen Glückwunsch zum neuen Haus. Ja, so. Ja, bei uns wird bei allem gratuliert. Das ist wirklich schlimm für die. Oh, yeah. Jede Beförderung wird gratuliert. Na ja, gut. Wenn, das die, wenn die Leute glücklicher sind als ich, ist das okay. Aber ich frage das immer, du weißt, ich kann meinen ehemaligen Beruf nicht immer sofort ablegen oder werde ihn wahrscheinlich auch nie ablegen. So geistig. Bist du glücklich? Ja, aktuell schon. Was so, zählt? Das ist eine Arbeit gerade ein bisschen frustrierend, weil wegen der ganzen Situation aktuell in der Stadt erreicht man manche Leute, die eigentlich wichtig sind für so Sonderaufgaben, die ich habe, nicht. Aber ansonsten ist alles wunderbar. Ja, das ist schon zu hören. Nur habe ich sehr viele Horrorgeschichten über Hochzeiten, die vom Commissioner organisiert wurden, gehört. Es ist schön, dass wir uns einig sind, dass wir niemals heiraten werden. Ah, schade. Oh, wollte da jemand eine Rede halten, oder was? Ich würde euch sogar verheiraten, mir wird das egal. Da würde ich noch einmal hier meinen Cola anziehen und meine Stola rausholen und euch verheiraten. Ja, aber ich glaube, wir sind beide nicht so... Nein, das ist euch. Wir verstehen, wenn Leute das machen wollen, aber wir sind. Okay, außerdem ist die Beziehung jetzt auch erst ganz am Anfang, muss man auch erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Eben. Erstens geht man sich ja auf die Nerven oder vielleicht wird es noch schlimmer, wenn er eventuell demnächst nochmal befördert wird und dann noch größer der Abstand wird. Ja. Guck mal, am Ende des Tages ist Dienst, ne? Man, also ich habe so einen schönen Spruch mal gehört. Aber tank erstmal. Da bin ich gespannt, was für ein Spruch das wird. Ich denke ihn mir noch aus. Ach so, funktioniert das. Ich kann das. Ja, Morris war super. Man sieht ja tatsächlich am Arsch der Welt aus und trotzdem. Andere Leute einfach durch. Was? Ich nehme mich im Angarten zum Tanken. Okay. Okay. Gut, also schlauer Spruch. Schlauer Spruch. Ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn man zur Arbeit geht, nimmt man quasi sein Privatleben und hängt das an den Haken oder legt es in den Spind. Und wenn man wieder rausgeht, nimmt man es mit. Okay, so sollte es auch sein. Ja, und deswegen denke ich, dass du da am wenigsten Probleme mit haben wirst. Das Privatleben wird reingehängt in den Spind und mein neues Fernglas wird rausgeholt. Ich habe ein Fernglas. Oh nein. Mhm. Aber nicht nur zum Vögel beobachten. Nimmst halt immer auf der Arbeit mit. Aha, okay. Mhm. Und ich gebe eventuell aktuell sehr oft vor Kollegen an, die noch keins haben. Aha. So. Die gibt's bei Seabreeze. $750. Ja, okay, gut, das ist auch eine Investition. Mhm. Ich lasse halt in der Arbeit im Spind hängen, das kommt dann in meine Schutzweste, in eine Tasche rein und dann kann ich es immer mitnehmen. Ja, das ist ein Deal, ne? So macht man's ab jetzt. Privat werde ich es dann halt nur mitnehmen, wenn ich weiß, dass ich irgendjemand beobachten möchte. Guckst du Rekruten bei der Arbeit zu? Nein, Quatsch. Gehen lieber noch Privatdates crashen. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch Privatdates crashen. Oh, glaub mir, wenn wir eines Tages mal Streife fahren sollten und es irgendwie jetzt relativ wenig los ist, dann hoffe ich doch mal, dass wir auch mal eine Party crashen. Mhm. Also. Nachtschichten sind dafür sehr gut geeignet. Ah, dann weißt du schon, was ich machen werde.
Also ich bin ja meistens Freitag oder Samstag in der Nachtschicht dabei und da ist auch eine bestimmte Uhrzeit, ist halt die Einsatzdichte natürlich ein bisschen niedriger, weil viele schlafen sind. Mhm. Dann kann man auch mal so in so einen Hobby-Date-Spot opfern. Wobei es dann immer wieder diese Kollegen gibt mit dem wunderschönen Kommentar mit, da wurde schon jemand umgebracht. Danke. Super. Ja, fast jeder Datespot wurde schon mal jemand ermordet. Nun. Ich habe auch erfahren, dass auf unserem Parkplatz beim La Mesa PD in so ein bisschen um die Ecke auch schon jemand ermordet wurde. Nun. Nun. Ja. Es ist nun, ja. Nun, ja. Ja. Wir sind im Industriegebiet mit vielen... Weißt du, was das Allerschlimmste sein wird? Also, es hat ja schon angefangen, dass Chief Kukum heißt er, glaube ich, ne? Der in Mission Raw, oder? Mission Raw ist Kukum, der Chief. Genau, dass der mich schon spirituelle Fragen gestellt hat. Das war ganz toll. Oh, war er dabei beim Vorstellungsgespräch? Ja. Ich habe ihn gleich in meine Arme geschlossen und habe gedacht, ach, du bist mein bester Freund. Kukum war dabei, Porma war dabei. Und Foley. Ja. Nur die drei oder waren es mehr? Nö, nur die drei. Also Foley kenne ich von einer Hochzeit. Foley kennt gefühlt auch was jeder in der Stadt. Das ist auch so ein Mensch, wenn du ihn einmal getroffen hast, vergisst du den nicht mehr. Ja gut, dieser Schnurrbart. Oh, Bonzi. Das Lustige ist, ich glaube, wenn ich mich noch dran erinnere... Olga ist 40, yay! Was? Ich fahre mit 40 Ampere den Berg hoch und hab voll durchgedrückt. Wir sind schnell. Wenn uns jetzt jemand verfolgt, dann kann ich... Also zum Verfolgungsjagden müssen wir eventuell auf den Foto wechseln, falls wir das vorhaben. Ich kann VSTR besorgen. Ich kann uns ein PD Buffalo STX besorgen. Ja, jetzt wird's aber, jetzt übertreibst du. Na gut. Was ich sagen wollte, ist Foley, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte, glaube ich, einen schweren Verkehrsunfall gehabt damals. Falls du dich noch erinnerst. Ja. Und Foley war der Officer, der dabei stand, glaube ich. Und noch einer. Boah, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich glaube, hatte der so schulterlange Haare oder so? Schulterlange Haare. Schwarze schulterlange Haare. Ich weiß, das ist halt Monate her. Jemand, wo aussieht wie ein John Wick-Verschnitt? Ich glaube, ja. War das vermutlich Sergeant McKinney? Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich habe ihn, glaube ich, nur noch... Wie lange das her ist, es kann sein, dass er da noch Officer war. Aber jedenfalls so ein John Wick-Verschnitt ist Sergeant McKinney. Ja, oder ich habe den bei einer Aussage mal getroffen. Einer von den beiden Momenten. Aber ich kann mich an den Namen, wie gesagt, nicht mehr erinnern. Naja, jedenfalls, Foley stand neben mir am Bett. Wir haben Witzchen gerissen. Obwohl es mir scheiße ging. Und ich sagte zu dem einen schönen Satz. Ich weiß nicht mehr, wir hatten uns... Ah ja, stimmt. Der war bei meiner Schussverletzung und... Ist okay. SMS nur. Ist okay. Bei meiner Schussverletzung und bei meinem Unfall dabei. Und ich sagte ihm, ja, beim dritten Mal sollten wir aber einen Kaffee trinken gehen und er war sichtlich verwirrt. Und dann sagte ich, ja, ich komme dann ins PD mit dem Kaffee oder so, keine Ahnung, so einfach nur zum Quatschen. Das arbeitsrelevant, das ist nichts. Okay. Das muss ich dann, das kann ich erst, wenn ich wieder im Dienst bin, machen. Okay. Scheinbar habe ich irgendwas bei meinen Akten. Der tauscht für Dienst oder ja. Wird kein bisschen Hammer. Er hat einen Fallschein getragen. Ach Gott. Ja, ich habe scheinbar im September einen Tag mehr gegeben als er hat. Oh. 31. September, ja. Passiert. Also, hast du gerade gesagt 31. September? Ja. Okay. Den habe ich scheinbar erfunden. So wie, am 31. Februar, ne? Wieder 31. Februar. Der berühmt-berüchtigte. Ich hasse die Hills. Ich hasse die Hills auch. Also jetzt gerade. Ja. Dann fahren wir eher ein bisschen rechts lang, dass wir nicht direkt da rauskommen in der geliebten italienischen Straße. Können uns ja eine Pizza holen. Was? Also ich kann da rein. Mich kennt man nicht, glaube ich. Ah, verdammt. Ja, ich habe da so ein kleines Problem. Na gut, wenn ich meinen Ausweis nicht vorzeige und mir meinen neuen Namen zulege, dann vielleicht wird es denen egal sein.
Weißt du, was mich wundert? Hm? Wir haben noch keine brennende Mülltonne gefunden. In der Zeit, immer wenn ich privat unterwegs bin, finde ich brennende Mülltonnen oder irgendwelche Autos, die komisch abgestellt sind. Oh, verdammt. Hier sogar in der Nähe war das letzte Mal die brennende. Ich glaube, hier genau links, diese Mülltonne hat das letzte Mal gebrannt. Okay. Also, wenn das Italy brennt, vielleicht rufst du niemanden. Ja, und gestern war es, da wollte ich arbeiten fahren, noch davor tanken mit dem Foto und dann hat bei Hab ich gerade brennende Dinge erwähnt? Ja, du hast gerade brennende Dinge gesehen. Ich glaube, wir wenden mal. Ich weiß gar nicht, warum. Was zur Hölle? Sollte die Fresse halten. Gestern wollte ich tanken fahren und dann hat er die Mülltonne bei der Jugendjahr angebrannt. Ja, siehst du mal. Dann passt das ja. Wundert es eh, dass man nicht gemeldet wurde mit ihren grünen Mesa und wie angehalten. Allgemein, ich habe noch kein einziges. Okay, es ist auch wieder beschreien. Ich glaube, wir sehen gleich eins. Kein einziges PD-Auto gesehen heute. Eieiei. Mal gucken, wen wir treffen. Vielleicht Fauli. Alle guten Dinge sind drei. Und es ist natürlich lustig, wenn es irgendwie jemand ist, wo nicht von meiner Beziehung weiß, oder von meiner Beziehung weiß, ich weiß nicht gerade, was jetzt amüsanter wird, und dann denken sie so mit so, ach ja, Martin, das steckt schon mit dem Nächsten unterwegs. Tja, siehst du mal. Ja, wir werden ja ständig verkuppelt. Oh Gott, oh nein. Ich sehe es schon kommen. Problem wäre, wenn dein Freund das Gleiche tun würde. Wie, wenn mein Freund das Gleiche tun würde? Wenn er uns aus Spaß verkuppelt. Weil er natürlich den Humor dafür hat, ne? Ich glaube, den Humor hätte er. Nicht so der eifersüchtige Typ. Das ist doch super. Was? Er ist nicht der eifersüchtige Typ? Zumindest bisher habe ich nichts mitbekommen. Oh, ist doch ein guter Typ. Das Wichtige ist, wenn die Typen oder auch die Damen nicht eifersüchtig sind. Hey. Weil ich sagen muss, also bisher war nur die Situation, dass wir zusammen waren und ich vor seinen Augen angeflirtet wurde. Wollen wir das ändern? Was? Ja, also ich habe auch einen Kollege, wenn der dabei ist, wird sich auch das schnell ändern. Ja, siehst du. Er flirtet mich gefühlt jedes Mal, wenn wir irgendwo gemeinsam irgendwo rumstehen an. Aber ich sag dir ehrlich, flirten und ich, das ist einfach, ich krieg das nicht hin. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin da nicht der Typ für. Aber dafür wirst du oft verkuppelt. Oder versucht verkuppelt oder hast gedacht, du bist verkuppelt. Ja, frag nicht. Die Leute sehen dich in einer Beziehung. Ja, nun. Nun. Ich weiß noch nicht, ob ich mich selbst an einer sehe. Ja, sag niemals nie. Spreche aus Erfahrung. Mhm. Wie war das nochmal? Ich werde nicht mit einem Officer... Mhm. Ja, aber ich habe das Gespräch mit meinem Psychologen geführt. Das ist schön, dass du eine Ausrede dafür... Was? Ja. Kann auch die Freigabe geben für diesen Teil vom Gespräch. Und da Schweigepflicht in Binden. Wie von der... Achso. Haben wir noch Psychologen. Ja, stimmt. Und das einfach war schon dieses mit diesem, ja, da gibt's ein Herr und die Psychologin, also die Auszubildende, direkt so, oh ja, choose die Infos, ich möchte. Ich möchte alles hören. Die war direkt begeistert von dem Thema. Boah, jetzt glaube ich sofort. Das sind keine 50 Ampere. Nö, das sind definitiv keine. Aber ja, nun. Nun, ich bin außer Dienst. Heißt das, dass wir immer weggucken? Na Quatsch. Also ehrlich gesagt, wenn ich alles, was ich außer Dienst mitbekomme, irgendwie melden müsste. Ach du, glaub mal. Bin ich immer froh, dass es Ofis sind. Da kann ich selbst im Dienst entscheiden, ob ich das verfolge oder nicht. Ach, ist das so? Ordnungswidrigkeiten haben wir die... Das hat man als Officer das Recht zu entscheiden, ob man das ahndet oder nicht. Mhm. Auch interessant. Er ist halt auch zum Teil so, manchmal ist einfach Situation, jemand fährt halt mit 70 an dir vorbei und du bist gerade in der Kontrolle und denkst dir so, wenn ich da im Auto bin, komme ich eh nicht hinterher. Das glaube ich. Übrigens, dumme Frage, die Gesetze kann ich ja einsehen. Sollte ich die
schon so ein bisschen lernen oder werden die nochmal so... Also es gibt nochmal eine Rechtsschulung und die halt immer die, wo halt zu einem bestimmten Thema passen, werden halt in den Modulen passend beigebracht. Kann aber auch nicht schaden, wenn du eh dir die Decke auf den Kopf fällt, dann kannst du auch die mal durchlesen. Ich habe ja 2 Wochen Zeit. Ne? Ja, da kann man sich ja Polizeigesetz und so alles anschauen. Ne? Ja, das Interessante ist halt wirklich das Polizeigesetz, weil das so ein bisschen den Alltag regelt, wie man was machen soll. Mhm. Gibt es irgendwo, wo man Ordnungswidrigkeiten... Das ist in der Gesetzes-, also beim Strafgesetz, also einerseits alles, was StVO ist, ist eine OMI. Okay. Und beim Strafgesetzbuch steht es immer direkt oben bei der Straftat dabei, ob es eine Ordnungswidrigkeit ist, ein Verbrechen oder ein Vergehen. Okay. Da fahre ich zum Verwahrhof. Das weiß ich auch nicht. Ja, es werden gerade keine Autos rausgegeben. Es steht oben drüber, sagst du? Müsste eigentlich. Moment, ah, okay. Ich mal. Ja, ich seh's. Nee, alles gut. Alles gut, ich hab's gefunden. Der Typ Auto fahren und direkt gleich sich am Handy rumspielen. Ich muss dafür immer anhalten. Nee, alles gut. Ich suche erstmal und dann. Es geht ab 12 Vermummungsgebot. Genau, also die anfangs sind nur so allgemein, wie geahndet wird und alles. Genau. Ich mit Täterschaft und so zurück. Vergehen gibt's dann. Wo, oh, wie ist. Eine Ordnungswidrigkeit ist halt, was das PD selber abarbeitet. Vergehen arbeitet die Staatsanwaltschaft ab und Verbrechen muss ein Richter dabei, also eine Gerichtsverhandlung sein. Okay, gut. Richtig, wenn mich oder andersrum bei den zwei, aber ich leite eh weiter, das ist eh nicht meins. Ja, gut. Dann ist das super. Ja, aber gut zu wissen, dann kann ich ja die OVIs schon mal so ein bisschen lernen. Und weiß dann, was man danach machen kann. Dann weiß, hat man schon ein bisschen internalisiert. Und, ja, und dann zum Beispiel auch, was halt die ganzen Sachen, was zum Beispiel illegale Waffen sind, wie die kategorisiert sind, das ist im Waffengesetz. Wie, okay, die ganzen Strafmaßen zu Betäubungsmitteln müssen im Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz sein. Okay. Also Waffen, Betäubung, StVO, wobei die sind ja alles Ordnungswidrigkeiten. Sind alles Ordnungswidrigkeiten, genau. Also man muss auch nicht alles auswendig können, man muss nur wissen, wo es steht, wenn man es braucht. Genau. Das wäre halt auch so. Mhm. Aber dann kann man halt schon mal so ein bisschen, weißt du, weil das gerade mit den Gesetzen ist so eine Sache, weißt du, da will ich lieber mich ein bisschen... Ich glaube, Polizeigesetz ist halt für den Alltag am besten. Halt wirklich, wie halt unser Dienst geregelt ist noch. Zum Beispiel steht auch drin, dass wir halt für jede von Verkehrskontrolle einen Grund brauchen. An sich kann man sich, sagen wir so, man kann sich einen Grund immer an den Haaren herbeiziehen. Nochmal bitte. Also wir dürfen ja nicht einfach Leute anhalten. Ja, genau. Wir müssen den Grund nennen können. Ach so, ja, okay. Und sagen wir so, es gibt genügend belanglose Gründe, die man nennen kann, wenn man einfach nur jemand rausziehen möchte. Okay. Vielleicht schon, wenn man sagt, ja, ich will überprüfen, ob sie einen Führerschein haben, einen gültigen. Gefahrenabwehr. Okay, gut. Das nicht ist... Leute ohne Führerschein fahren. Okay, das ist ja easy. Ja, das ist der einfachste Grund. Ja. Okay, das ist ja dann easy. Okay. Ja, das Polizeigesetz regelt halt viel. Wir haben natürlich auch nochmal unsere Dienstanweisung, die halt dann auch nochmal viel regelt zum Alltag. Das ist auch anfangs eine ordentliche Lektüre, bis man die einmal durch hat. Und das Polizeigesetz? Nee, die Dienstanweisung. Das nochmal. Dienstanweisung, achso, ja, okay. Ja, nochmal intern, was unsere Vorgaben sind. Aber wie gesagt, an sich, das meiste lernt man in den Modulen und man soll dann anfangs immer sagen, wenn man halt, wenn jemand zum ersten Mal, beziehungsweise die Officer sollten eigentlich fragen, was die Rekruten schon an Modulen hatten. Mhm. Einfach, dass die halt wissen, was sie die Rekruten machen lassen können. Wenn man halt noch nicht das Modul Verkehrskontrolle hatte, dann kann man halt keine Verkehrskontrolle durchführen. Okay, verstehe. Also immer die Module dazu machen. Genau. No.
So, normalerweise sollten halt die Officer fragen, damit sie wissen ungefähr, wie weit die Rekruten sind. Ich auch zugeben muss, dass ich das auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht habe. Ja gut, aber das ist gut zu wissen, dass man dann halt immer, wenn man für etwas ausgebildet wurde, dann dementsprechend auch das machen kann. Also ich meine, es wird oft kommen, dass man schon unterstützen muss bei Sachen, die man noch nicht ausgebildet ist. Ist halt leider im Alltag so. Ja gut. Es ist halt, wenn eine Verfolgung da ist, dann muss man halt die Verfolgung auch machen. Ja gut, da gibt es wahrscheinlich dann auch extra Module dafür, ne? Ja, weil alles einem beigebracht, wie das halt ablaufen sollte. Ist halt immer ein bisschen schwierig mit manchmal, wie es halt gerade im Alltag drankommen, die Sachen. Mhm. Tja, ja gut, aber das ist halt auch etwas, ne, das ist halt, das lernst du mit der Zeit und dann wahrscheinlich wird man dann, ja, irgendwann wird man das Wissen festigen können und so weiter, also das, ja. APD ist viel Routine, ja, einfach. Verdammt, ich wollte gerade sagen, fahr mal gerade geradeaus, ich will mal gucken, ob Harus Auto da ist. Ich kann nur, muss man sagen, ob ich jetzt rechts, genau. Jetzt wahrscheinlich rechts. Rechts und dann einfach über die Kreuzung, genau. Und der wohnt hier. Nee. Nee, ach stimmt, der wohnt ja mittlerweile in Vespucci. Wir können auch eine Tour in Vespucci machen. Wir haben jetzt ein Auto, wo er nicht kennt. Hm. Warte mal, wo war das? Das war auf jeden Fall eine Straße weiter östlich vom von dem eigentlichen Strandweg, von der Strandpromenade. Also nicht direkt die Straße bei der Promenade, sondern, ups, immer noch ein Schild, genau. Ey, Stoppschild in über einer Stunde darf man überfahren. So, es gibt so bestimmte Stellen, dass wir dir noch im PD-Dienst. Vor allem, da gibt es sehr viele Stoppschilder. Oh ja. Ja, das ist ja... Genau, also das ist zur Promenade hin. Also quasi unter, also wenn du weiterfahren würdest, würdest du auf den Parkplatz kommen. Ich glaube, das wäre dann südlich vom Del Perro Pier. Südlich vom Del Perro Pier. Also jetzt die Straße. Ja. Ich kenne den Weg. Geradeaus kann ich nicht. Ja, du könntest aber auch rechts. Aber ja, du weißt ungefähr wohin. Genau. Das ist dann quasi noch ein Stück weiter, noch ein Stück. Und die erste nach dem Freeway dann runter, oder? Genau, ich glaube entweder hier oder die nächste. Ich glaube, du kannst auch hier schon rein, ja. Ja, das ist ja eh einfach nur noch eine Parallelstraße, wenn man runterfährt. Ich glaube, die wohnen hier rechts sogar. Mhm. Also rechts Richtung Parkplatz? Das ist Harus Auto, glaube ich. Zumindest sieht es so aus. Das, was eben rechts neben uns stand. Und das scheint auch sein Auto zu sein, hier rechts. War immer neue mondgehängte Häuser, die bewohnt sind. Ja, genau. Sorry, jetzt habe ich gerade ein bisschen laut gedacht, aber ja. Das waren die zwei Häuser. Das Haus und die zwei Autos. Dann fahren wir wieder zurück, so ganz auffällig. Also bei die könnte ich jetzt unauffälliger zurückfahren. Ich fahre nicht unter diese Brücke beim Pier durch, wenn ich privat unterwegs bin. Das wäre auffällig. Vermutlich eine Verkehrskontrolle, hast du heute keinen Bock drauf. Ich eine Verkehrskontrolle? Also uns das bei dir rauszieht. Oh, das wird doch lustig. Ach so, das wird lustig. Nein, glaub nicht. Je nachdem, wer da ist. Das ist immer abhängig davon, welcher Kollege da ist. Manche, die können das sehr unangenehm machen. Echt? Manche haben das so ein Talent. Was heißt sehr unangenehm? Ja, das wäre dann, also wenn zum Beispiel jemand ist, wo von meiner Beziehung weiß, dann mit einem anderen Typ unterwegs, mitten in der Nacht, dann würden schon Sprüche kommen. Also ich sag dir ehrlich, ja, Entschuldigung. So, Frau Martinez. Mhm. Da ist der Sergeant, wüsste.
Aha, aha. Mhm. Ja. Ja, mit, ich sag mal so, wenn wir mit, wenn wir auf Dupont treffen, wird's noch lustiger. Ich glaube, die Detectives machen seltener Verkehrskontrollen. Er hat mich schon zweimal erwischt. Das war, dann nehme ich das zurück. Das war das Lustige. Er war derjenige, der mich zweimal erwischt hatte. Also nicht du erwischt bei was? Beim ersten Mal habe ich mich mit einer Dame unterhalten, mit der Scarlett unterhalten. Kennst du ja namentlich. Und das zweite Mal habe ich mich mit David damals unterhalten. Das war während dieser Situation am Center. Und dann habe ich mich mit ihnen tatsächlich an den Flughafen gestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach irgendwo abseits sein, weil es nur Party war, überall. Und wer kommt natürlich vorbei, Speedy. Speedy, die sind echt gut bei Treffen zu crashen, nur mal ich seine Ruhe möchte. Da habe ich die Poma mal kennengelernt. Hm? Ach ja. Ja, die Po. Ja, das ist schon ein guter. Ich kenne ja auch mittlerweile einige aus dem PD und SD teilweise. Ja gut, drei weniger, aber... Jetzt drei weniger, da hast du dafür gesorgt. Ja gut, sind sie aber auch. Ja. Aber egal, solche Leute will man auch nicht als Kollegen haben, wenn man das mitbekommt. Gerade wenn es darum geht, dass man wirklich noch einen Zivilisten in die Scheiße reitet, aber vom Allerfeinsten. Ja, das geht halt gar nicht. Deswegen bin ich da ja eher so wie soll ich sagen, eher, oh, kannst du mal ganz kurz bei der Wohnung vorbeifahren, wo ich da übernachtet habe? Ja. Weil ich frage mich, ob noch immer dieses blöde Blink, also ich habe dieses Blinklicht nicht ganz ausbekommen beim letzten Mal. Und ich habe gehofft, dass der Knopf sich irgendwann löst. Und vorne einfach durch. Das ist der zweite große. Der blinkt noch immer, glaubst du gar nicht. Die Warnblinker? Ja, ich will den mal gleich. Ja, ganz normal wie das Licht, also wie die normale Beleuchtung vom Auto abmachen. Ja, ja, das habe ich die ganze Zeit versucht. Irgendwie klemmt das Scheißding. Okay, das ist komisch, wenn das klemmt. Ja, ich probier's gleich nochmal. Ich würde jetzt aber auch nicht mehr so lange rumfahren. Ah ja, gut, dann. Sagst du, wenn die dritte Richtung war, wo gerade der Schwert zu wenden ist? Okay, gut. Dann fahren wir noch eine große Runde um den Block, weil das ein großer Block ist. Ja. Genau, wie gesagt, ich freue mich, dass du angenommen wurdest. Hoffe dann, dass man bald Kollege ist und sich ein bisschen öfter sieht als in letzter Zeit. Ja, natürlich. Ich hoffe, ich lerne deinen Freund irgendwann mal kennen und natürlich werde ich das nicht irgendwie... Wir müssen ihn kennenlernen. Oh, das klingt ja... Nämlich direkt am Anfang wahrscheinlich. Aha. Mhm. Darf ich nach dem Namen fragen? Wobei, ich kann es mir eigentlich schon fast erraten. Du hast mir hier ja schon... Ja, was wird dein erraten gewesen? Also du hast jetzt schon so danach gefragt, nach diesem Herrn, der aussieht wie ein John Wick-Verschnitt. Ich könnte raten, dass er es war. Eventuell. Okay. Oder doch Foley. Jeder liebt seinen Schnurrbart. Nee, nicht mal so. Nee. Ich glaube, der hat genügend Ego für uns beiden alleine und ich habe auch ein altes Ego. Ja, auf jeden Fall. Ja, eventuell dieser John Wick-Verschnitt, aber auch ein Sergeant ist in der Ausbildung. Ja, super. Eventuell aber nicht mal lange, nur Sergeant. War gerade noch jemand gegenüber. Dann fahren wir nochmal eine Runde um den Block. Sehr gut, Hammer. Ja, schön, dann werde ich ihn kennen, aber du weißt ja, ich bin da ja eh jemand, der die Klappe hält. Ui, der war aber, hui. Das waren auch keine 50. Nee, das war mindestens 80. Der hat Speedguard. Wie gesagt, in der Ausbildung, der Herr. Also wirst du den wahrscheinlich sehr schnell kennenlernen. Mal gucken, ob ich ihn auch lieben lernen werde. Ganz lieber. Ich glaube, so ein Rekruten kann er fies sein. Vergiss niemals, sein Auto abzuschließen, so als Tipp. Ja gut, das ist ja eigentlich easy.
Und ganz wie er, sagst du jetzt? Also das habe ich nie vergessen. Aber gut, ja, nicht den Abend vor dem Morgen loben. Ja, wie gesagt, also die Strafe für Rekruten, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob sie auch bei Officer das durchziehen, die vergessen ihr Auto abzuschließen, ist, dass man 5 Minuten neben dem Auto steht. Der Sergeant sagt auf, du, auf. Man muss immer passend den Knopf drücken oder nicht drücken. Wenn man es falsch macht, darf man, glaube ich, Liegestütze machen, wenn ich es richtig gehört habe. Okay, gut, dann merke ich mir das. Allgemein, falls du nicht so sportlich aktuell bist, sollst du ein bisschen üben, weil ich glaub, inzwischen sind sie wieder ein bisschen strenger mit, lass mal Liegestütze als Strafe macht. Ich war tatsächlich die letzte Zeit joggen gewesen, regelmäßig. Das hört sich gut an. Ja, ich habe mich wirklich fit gehalten. Nur dann war die Bedrohungslage irgendwann so hoch, dass ich dann gesagt habe, okay. Super. Ich guck mal, ob ich das Ding auskriege. Lass mich noch kurz einpacken. So. Ah, super. Dankeschön fürs Fahren. Ja, gerne. War schön. Fahr eh gern rum und dann noch sich dabei unterhalten, ist immer schön. Ja, eben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst spätestens im Dienst. Hoffentlich. Spätestens im Dienst. Ich bin viel da und ich hänge halt in La Mesa meistens rum. Ja, siehst du, dann wer weiß. Glaube. Gut, die haben wir nicht gesehen. Ordentlich. Ja, dann würde ich sagen, pass auf dich auf und wenn irgendwas sein sollte und du hörst irgendwas Kritisches, gebe ich es weiter. Genau, gib's weiter, dann wissen wir ganz genau Bescheid. Genau, und falls irgendwie doofes Gefühl hast, dass du verfolgt wirst oder irgendwas, kannst ja mal schauen, ob ich im Dienst bin. Dann komme ich auch zur Hilfe geeilt. Juhu. Oder ich melde mich, wenn du nicht da bist, dann bei Dupont oder so. Genau. Gut, dann würde ich sagen, pass auf dich auf und bis demnächst. Ebenfalls. Ciao. Oh, das war doch mal sehr angenehm, wieder mal ein bisschen unterwegs zu sein. Ich probiere nochmal. Ne? Ihr seht, ich krieg's nicht aus. Ah, warte mal. Machen wir's so. Oh, so Leute. So, John, verpiss dich nach Hause. Das war schön. Das war wirklich schön. Es klärt sich langsam auf und es wird langsam angenehmer. Das ist so schön. Der gute John, der hat's doch noch geschafft. Also PD ist erstmal klasse. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja. Wie es weitergehen wird, werden wir sehen die nächsten Tage. Dupont wird sich um mich kümmern. Ja. Also, er könnte sich ins Bett legen. Ich vergesse immer, dass wir hier im Bett haben. Die alte Gewohnheit. Ah, komm. Super. Sich so zurücklegen. Gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns bei einem nächsten Mal wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann.